Willkommen zum heutigen Let's Talk. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum heutigen Let's Talk. Heute geht es um den Citizen Live Talk vom Freitag von CIG. Und willkommen, CocoCom. Schön, dass du auch am Start bist. Willkommen an den heutigen Abend. Und heute sprechen wir jetzt über den Citizen Live Talk vom Freitag. Da habe ich mir ein paar Notizen gemacht, ein paar Sachen rausgeschrieben, was sie dazu, wie die sich geäußert haben, zu ein paar Mechaniken, zu ein paar Sachen, die rauskommen werden. Und dann gucken wir uns das auf jeden Fall an und gehen jetzt auf jeden Fall in die Tiefe raus. Genau, richtig. Siri, das ist quasi für YouTube. Das werden wir auf YouTube nachträglich hochladen. Wenn wir hier fertig sind, also morgen oder übermorgen, werde ich das Material dann auf YouTube hochladen. Und dann könnt ihr euch das da nachträglich nochmal den Citizen Live Talk vom Freitag euch nochmal angucken. Mit im TS in der Diskussion sind ist der Totti, der Electric, der Nyax und der Teddy. Der Teddy ist gerade gemutet, weil er gerade am Essen ist. Die sind gerade mit im TS und werden mit uns ein bisschen diskutieren und philosophieren über das Thema heute. Und dann werde ich einmal loslegen. Ich werde einmal kurz das Video dazu einfach mal laufen lassen. Was ganz interessant war, wer das so mitbekommen hat, die erste Frage fand ich eigentlich schon ganz interessant. Da ging es eigentlich darum, die ich interessant fand, die KI. Die KI ist ja quasi die künstliche Intelligenz. Da geht es eigentlich darum, zum Beispiel um Türme zu automatisieren, was ja schon öfters hatten, dass Türme automatisch aufschalten können, dass ihr die Blades umstellen könnt, dass ihr die Blades anpassen könnt, die Computerblades, dass dann auch die Türme zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel auch die Vanguard-Reihe. Die Vanguard hat ja quasi oben den Turm, damit man den Turm dann eben mit, sag ich mal, mit benutzen kann. Als Pilot kann man den dann umbauen und diese Game-Mechanik, daran arbeiten sie, daran sind sie noch im Design und das wird auf jeden Fall noch reinkommen. Aber wie gesagt, das kann auch ein bisschen dauern, bis sie so weit sind. Ist zumindest noch in Bearbeitung mit dem Komponentensystem. Die haben das Komponentensystem genannt, KI-Komponentensystem. Und wann das genau reinkommt, da haben die sich noch nicht zu geäußert. Nur, dass sie eben dran arbeiten, dass es immer noch ist, dass es umgesetzt werden soll mit den Türmen. Bis dato jetzt. Ihr könnt auch immer noch weiter Fragen stellen, einfach ein AdFaxi reinschreiben, nach einem AdFaxi direkt die Frage stellen, dann gehe ich auch sehr, sehr gerne auf die Frage ein und dann können wir auch darüber diskutieren, philosophieren. Das ist immer noch, das ist jetzt immer noch ein offener, sag ich mal, eine offene Talkrunde. Totti, bist du da? Ja. Hast du dir eigentlich den... Alle zusammen. Ja. Ich hab die ersten 10 Minuten geguckt und dann fand ich's so prickelnd und hab dann nicht mehr weitergeschaut, muss ich gestehen. Ja, es ging so. Ich habe die wichtigsten Sachen rausgeholt, damit es ein bisschen, sag ich mal, komprimierter ist. Habt ihr denn die Trollbilder überhaupt gesehen, die ständig im Hintergrund aufploppen? Ja. Ach so, ganz hinten. Ja, cool auf jeden Fall. Auf dem Monitor hinten. Wie fies ist das denn, ne? Schiffsbilder gezeigt haben, da wenigstens Katzen und irgendwelche Trollgesichter. Die Katzen fand ich total süß, ja. Ja, ja. Voll geschmeißt, alle 5 Minuten in den anderen Mist hin, ne? Voll fies mit den Trollbildern, das stimmt, ja. Habt ihr noch was mitbekommen zu den KI-Komponenten? Ich glaube, das war es so ziemlich, ne? Nee, das ist im Großen und Ganzen. Im Prinzip heißt es, ja, wir sind noch nicht so weit, mal gucken, wie wir es umsetzen. Ich genau, glaub, das richtig. Ist Continuo aus der ganzen Sache. Theoretisch wollten die es ja damals über diese Computerblade machen, ne? Aber bin ich mal gespannt, wie weit sie das jetzt mit der KI-Komponenten umsetzen wollen. Theoretisch haben wir ja die Computer in den Schiffen und da steht ja auch, wenn wir auf der Komponentenseite sind, kann man glaube ich auch hier gut sehen. Die Redeemer können wir schon mal aufmachen, das ist nämlich gleich das erste Schiff, worüber wir reden möchten. Hier sehen wir jetzt nämlich Schild Computer 2x M und diese Computer, das ist auch die KI-Blades. Das heißt, dass hier können wir jetzt einstellen, was möchten wir gerne über eine KI gesteuert haben. Und umso mehr Rechenleistung du hast quasi, umso mehr Blades kannst du hin und her bauen oder kannst du einbauen. Umso mehr kannst du dein Schiff automatisieren über eine KI. Was natürlich dein Slot dann eben quasi... du musst immer überlegen, was möchtest du gerne mit deinem Schiff haben? Bisschen mehr Schildpower so gesehen oder dass die Schilde schneller aufladen? Oder möchtest du deinen Computer so aufbauen, dass du eine künstliche KI am Laufen hast für deinen Turm, dass dein Turm automatisch funktioniert? Muss ich gleich mal eine Frage dazwischen werfen? Gerne doch. Und zwar diese computergesteuerte Turrets. Reden wir da über runbare Turrets oder reden wir über Remote Turrets? Beides. Ja, wir beide. Vielen, vielen Dank, Swoopy, wie lieb ist das denn? Wir sind hier gerade mitten im Gespräch über den Freitagstalk. Vielen, vielen Dank, Swoopy, für deinen lieben Raid. Willkommen an deine Zuschauer. Schön, dass ihr hier eingetrudelt seid. Wie lieb bist du denn, Swoopy? Dankeschön auf jeden Fall für den lieben Support. Wir sind jetzt gerade dabei und gucken uns gerade den Freitagsreport, den Live-Talk vom Freitag an, wo die über Schiffe geredet haben und so ein bisschen darüber erzählt haben, was sich an den Schiffen geändert haben und was demnächst noch
zusätzlich reinkommen wird zu den Schiffen. Und darüber sind wir jetzt gerade an diesem Punkt angekommen. Wir sind noch ganz am Anfang mit der ersten Frage, sind wir gerade noch mittendrin. Und das ist die KI und den Blades. Und schön, dass du das noch ansprichst in New York. Das ist tatsächlich so, du kannst nachher, auch wenn es Manntüre sind, wo du reingehen kannst, ne, auch den kannst du automatisieren. Du kannst Remote-Türme automatisieren, du kannst aber auch einen Manntürme mit automatisieren. Das geht auch, ja. Ja, okay. Ja, das, aber da waren wir tatsächlich nicht sicher, inwieweit das da jetzt die... Hey, Tankboy, du hast so den Vorteil beim Mannturm, ne? Du musst nicht einen Blade besetzen unbedingt, weil du kannst nämlich auch einen NPC reinpacken. Das ist nämlich der Vorteil. Du kannst erstens den mit einem Blade-Slot, das ist natürlich schade. Das heißt, es ist natürlich Rechenpower, die flöten geht. Oder du kannst eher sagen, du nimmst einen NPC, also einen Spieler, der quasi mit dir mitspielt, also einen NPC, einen Computerspieler. Und der kann sich dann quasi hier reinsetzen und dein Blade bleibt frei und du musst ihn nicht komplett automatisieren. Weil es auch Sinn macht. Richtig, auf jeden Fall. Und das ist natürlich der Vorteil beim Mentum. Da würde ich immer einen NPC reinstecken, statt den automatisiert laufen zu lassen, weil du dann mehr Power hast in deinem Computer, dass du mehr Rechenpower hast auf jeden Fall. Jetzt gerade bei der Redeemer, weil wir die ja da haben. Da fällt jetzt komplett die Dropship-Charakteristik raus. Ne? Die haben sie ja fallen lassen, Gott sei Dank. Genau, richtig. Übernimmt jetzt die Brawler und die Vanguard Toplight und wen haben wir noch? Valkyrie. Valkyrie, genau. Und wer kommt? Ja, und halt eine Herkules mit 200 Mann. Wenn man das richtig machen will, auf jeden Fall die Herkules. Kann ich das vielleicht auch noch, ja. Immer gerade was zu trinken wollen, sorry. Ja. Was ich hier ganz interessant finde, ich glaube, in dem Talk haben sie ja auch gemeint, sie wollen also den Look an sich, das war ja mal das Next Great Starship, wann war das? 2015? Oh, schon lange her, ja. 2015 kommt es ja gut hin, ja. Dass die den generellen Look wollen die schon behalten, also auch diese Haartrockner oder Glätteisen-Triebwerke links und rechts, die wollen die behalten. Ne, war richtig. Warte, ich kann ja mal kurz in die Bilder reingehen. Die wollen aber, dass es ein bisschen mehr nach Aegis aussieht, wollen die trotzdem noch hinbauen, nach Aegis, ne? Ja, aber ich finde halt schon, dass der Redeemer eigentlich schon nach Aegis aussieht. Silbernen Look. Aber wenn man die jetzt halt in diesem NATO-Olivgrün anstreicht und hey, Moni, das ein oder andere militärische Marking ranpackt. Das Bild ist ganz interessant. Das ist nämlich der Punkt, warum ich ja gefragt habe. Die wollen, also das war ja von Anfang an so konzeptioniert, dass diese Triebwerke an diesen, was jetzt aussieht wie ein Docking-Color, da kommen ja noch Türme hin. Richtig, was ist das hier? Da müssen auch noch Türme rankommen. Und gerade jetzt zu der Gunship-Vision kann ich mir das vorstellen, dass sie hier die Türme noch ranbauen werden, ja. Ja, das haben sie auch erwähnt, dass jemand diesen Gelenken, also das ist ja quasi das Gelenk von dem Triebwerk, das Triebwerk ist ja im Betrieb, klappt das ja ein Stück weit auf, also ich sage jetzt mal, das haben 90 Grad oder so, keine Ahnung. Genau. Da kommen links und rechts so Türme ran, aber das ist jetzt schon wieder ganz interessant, weil, lass uns das mal kurz überlegen, wenn ich sie bemannt mache, dann ist dieser Übergang von Schiff zu Turretplatz zu schmal, um da durchzukommen. Also man könnte vielleicht kriechen, ja, aber das machen sie ja nicht, oder in den Bauch links da rein kriechen. Also müsste man ja da schon wieder mehr Fleisch an das Schiff bringen. Das oder man die macht auch machen, halt Remote. Ja. Aber dann brauchst du halt innen drin mindestens noch zwei Sitzplätze, die halt dann auf diese Remote-Turrets sind. Du meinst hier, du kommst hier nicht durch, ne? Hier ist kein richtiger Gang, damit du hier durchkommst zu den Turmen. Genau. Die können natürlich sagen, du hast natürlich genug Platz hier drin, die können natürlich daraus einen Remote-Turm richtig cool machen. Das würde natürlich richtig gut funktionieren. Auf jeden Fall soll sie das äußerlich hier so bleiben, was ich sehr cool finde, dass die Redeemer wirklich so bleiben wird vom Aussehen her. Die wollen den Style Guide ein bisschen ändern, in der Hinsicht, dass sie aber trotzdem bei Aegis bleibt. Das heißt, die Manufaktur wird nicht geändert. Sie bleibt bei Aegis, die Redeemer wird noch überarbeitet. Sie ist null Dropschiff mehr, null und nichtig, nichts mehr. Und sie übernimmt quasi die volle Rolle eines Gunships, das sogar noch relativ agil sein soll und auch noch relativ gut die Feinde, zum Beispiel größere Schiffe, umfliegen und umtänzeln sein soll. Das heißt, sie wird auch kein Riesen-Dropschiff werden, also auch kein riesengroßes Gunship werden, Entschuldigung, sondern es wird ein mittleres Gunship sein, vielleicht bei der Größe von der Freelancer vielleicht, wenn wir mal ein bisschen rumspielen wollen. Oder bleibt vielleicht sogar bei der Größe. Wir haben jetzt von der Größe bei der Redeemer von, ich guck mal kurz. Ich glaube, wir sprechen jetzt bei einer Redeemer-Größe von 37 Meter, ne? Ja.
Die Größe ist schon ganz cool. Damit ist sie noch relativ agil und kann damit zum Beispiel L-Schiffe, also Ladschiffe, 600i, Caterpillar und sowas nachher gut umkreisen und auch gut unter Beschuss nehmen. Und das soll ein richtig gefährliches Gunship werden. Ich kann mir vorstellen, dass das Ding richtig, richtig böse und gefährlich werden kann, das Schiff. Gerade wenn die zusätzlichen Türme noch rankommen und es noch relativ agil ist als Gunship, wird das bestimmt ein richtig cooles Ding werden. Ja. Was hier noch ganz interessant ist, Sie haben da, glaube ich, ja erwähnt, also ich habe es am Freitag nur das erste Mal gesehen, aber weil ich halt die Redeemer habe, erinnere ich mich nur gut dran. Da hieß es ja auch, da haben sie die Rolle des Gunships nochmal sehr feiner definiert, als sie es bis jetzt gehabt haben. Und zwar definieren sie ein Gunship als ein Schiff, welches Forward-Facing Firepower, also was halt viele Kanonen auf einen Punkt zentrieren kann. Mhm. So. Genau, richtig. Du hast die, deswegen müssen die eigentlich auch, du kannst sie wahrscheinlich auch drehen. Also die Türme, du kannst wahrscheinlich die gut ausrichten, genau, richtig. Hm? Ja, also genau, da haben wir ja oben einen Turm, unten einen Turm, dann haben wir ja eigentlich noch diesen Nose Mount, den man jetzt hier nur angedeutet sieht. Mhm. Also was heißt, da ist halt dieses, diese Lafette. Mhm. Da muss ja noch was rankommen, also das wird dann wahrscheinlich die, genau, die Bewaffnung sein, die der Pilot noch steuern kann. Mhm. Ja, da muss man gucken, ne? Das ist dann schon. Also, die packen so in eine Kategorie mit der Andromeda beispielsweise, die ja auch recht große Waffenmounts hat, also große Waffen tragen kann und alles schön nach vorne. Das ist ein interessantes Schiff auf jeden Fall, um sagen wir jetzt mal so mittlere Schiffe zu knacken, genau. Mittlere bis Large-Schiffe kannst du, glaube ich, damit richtig geil auseinandernehmen. Also damit bei Large meine ich bis 600i, ne? Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich damit das 600i klein kriege, aber. Oh, ich denke, etwas. Wer es noch ein bisschen Raketenlast hat, mal schauen. Ikonikus Essen, schön, dass du noch da bist. Grüße dich, geh mal ganz kurz auf den Chat ein. Ikonikus Nab, mein Lieber. Schön, dass du auch da bist. Nur wie die Redeemer immer im Konvoi in der Hammerhead-Verband fliegen. Aber die Redeemer, glaube ich, mit der wirst du auch so relativ viel Spaß haben. Du kannst die natürlich sehr, sehr geil. Tankball, gar keine Frage, kannst du die auch sehr gut im Konvoi fliegen. Da kann sie natürlich richtig coole Synergien freisetzen mit den anderen Schiffen zusammen. Aber ich denke mal, du kannst mit der Redeem auch sehr, sehr geil, extrem cool alleine klarkommen, weil sie einfach eine richtig gute, krasse Feuerpower haben wird. Die wird eine richtig gute, sage ich mal, Kampflast haben. Davon gehe ich schon aus. Und Ikonikus, schön, dass du da bist. Grüß dich. Na, mein Lieber. Und Baba Papa, schön, dass du auch da bist. Und Opa Kurt Moinsen, grüß dich. Schön, dass du auch da bist, mein Lieber. Wir sind gerade mitten im Ship Talk drin, vom letzten Freitag, vom Live-Talk von CIG sind wir gerade mitten bei. Was damals auch, glaube ich, ein Verkaufsargument der Redeemer waren ja die Schilde. Das sieht man jetzt noch, diese zwei Schildkreise oder Schildgeneratoren, die nach außen gerichtet sind da. Ich weiß nicht, waren das nicht sogar Large-Schilde, die wir uns damals verkauft haben? Guck mal kurz. Also Schildgenerator 2x M. 2x M, ja. Aber 2x M ist für die Größe aber relativ groß, das ist nicht klein. Das ist auf jeden Fall was. Also man hat da, glaube ich, dann am Schluss, ich weiß nicht, ob sie dabei bleiben werden bei 2x M. Aber du hast halt, wenn noch ein bisschen Agilität dazu kommt, ich denke jetzt an die Reclaimer beispielsweise, die sich ja gut wehren kann, aber weh, du kommst dir im Bauch zu nahe. Ne? Mhm. Also genau für sowas ist es halt dann. Ist es halt dann gedacht, im Gegensatz zu einer Hammerhead, weil die da gefallen ist. Ein Hammerhead ist eher so ein Flaggschiff, so ein Aerial Deny Ship. Mhm. Und hier hast du also eher ein passives, defensives Schiff und ich glaube, mit der Redeemer hast du halt einen Vorschlaghammer in der Offensive. Genau, also gewiss und richtig, genau. Langsam Vorschlaghammer, aber ja, ich glaube, das ist die Rolle. Fokus Gunship. Deswegen brauchst du dir da keine Sorgen machen. Mit dem Schiff kannst du auch extrem gut alleine zurechtkommen. Dafür aus Flexi, du bist hier bei mir gelandet, bei den Flexi. Flexi, Flexi, schön, dass du hier bist bei den Flexi, Flexi. Das ist doch mal wieder ein Wortspiel. Schön, dass du da bist, na, mein Lieber. Schwolzi, wird die Ares ein-Personen-Schiff sein? Ich tippe auf 2 Personen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich ein Heavy-Fighter ist, der tatsächlich komprimiert ist auf eine Person. Könnte ich mir gut vorstellen, bin ich auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall sind wir uns fast alle einig, dass die Ares ein Heavy-Fighter sein wird, mindestens ein Heavy-Fighter, finde ich sogar noch größer, und dass sie tatsächlich, vermutlich kannst du sie alleine fliegen, sehr stark sogar. Und da bin ich gespannt, ob du sie alleine fliegen kannst. Also mehr als 2 Mann glaube ich nicht. Und als Heavy Fighter wäre das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ikonikus, ich will in euren interessanten Gesprächen... Doch, das ist voll okay. Wie gesagt, du kannst hier mitten reingrätschen. Dafür sind wir auch hier. Am besten alle, die uns direkt ansprechen möchten hier in der Sendung, denn am besten Effexi reinschreiben, dann direkt die Frage stellen.
Ikonikus, dann gehen wir direkt auf die Frage ein. Nicht, dass es untergeht, weil manchmal antworte ich nicht gleich. Das kann sein, dass ich sogar vielleicht erst 5 Minuten später auf deine Frage nochmal eingehe, aber dann gehe ich auch drauf ein. Deswegen, Ikonikus, immer gerne @Faxi dabei schreiben. Das zählt natürlich für alle. Dann direkt die Frage stellen und dann geht's los. Lese ich einmal kurz vor, was du geschrieben hast. Ich will eure interessante Gespräche gar nicht zu doll dazwischen. Kannst du machen. Aber meine Maus ist defekt und ich muss mir eine neue kaufen. Quasi jetzt habe ich eine Empfehlung gerade für Star Citizen. Hat einer für Ikonikus eine Empfehlung für Star Citizen, eine bestimmte Maus? Wow, da habe ich jetzt persönlich keine Empfehlung. Ich benutze hier eine Chinesis Victoria High-End Maus, habe ich hier. Da gibt es keine. Also, da kannst du dir irgendeine Maus holen. Das kommt auf deine Hand an. Okay. Was sich gut anfühlt, ist genau deine Maus. Das ist einfach so. Das ist jetzt nicht so ein MMOPG wie zum Beispiel bei WoW, wo du ganz viele Tasten drücken musst, weil du hast da keine Skins oder Skills oder sowas, die du auslöst. Du hast da keinen aktiven Skillbaum oder Skill oder sag ich mal irgendwelche Moves, die du aktuell ausführen musst. Deswegen ist die Maus eigentlich. Hauptsache eine schöne Maus, die blinkt schön, dann passt das schon. Hauptsache LED und blinkt, das ist wichtig. Nee, Ikonikus. Alles gut, immer gerne Fragen stellen. Das zählt für alles. Einfach in AdFaxi Frage stellen, los geht's. Die, Sticks, genau, die Rocket Crew ist super. Die Sticks sind wichtiger, weil es leichter sitzt. Genau, da hast du recht, Hordi. Die Sticks, Joysticks, die sind wichtiger. Das stimmt, die sind ganz wichtig sogar. Da kannst du ganz viel Movement rausholen, auf jeden Fall. Weil da noch gerade die Frage geschrieben wurde mit Verlangsschilden. Mhm. Nee, ist mir nichts bekannt. Also bei der Redeemer, ich glaube, bekommt die nicht. Das ist einfach nur starkes Schild für ein relativ kleines Schiff. Genau. Das war damals das Verkaufsargument. Aber ich glaube, diese Verlangsschilder, die lassen es dann auch schon bei der Prowler und halt Alien-Schiffen. Das ist glaube ich, kein Human-Tech, kein Menschentechnik-Ding. Hey, Master Matzel, schön, dass du da bist. Hi, Ted. Hey, Teddy. Hast du was gehört? Ja, nicht zum Inside, aber was anderes. Mega, mega, mega spannendes hat CIG gerade rausgehauen. Okay. Auf YouTube, ich habe dann eine Benachrichtigung bekommen. Ja, unter anderem, also es gab gerade einen Twitter-Post, ich kopiere die mal an dieser Stelle. Mastermatz, also es gibt... Also die Info, die gerade CIG rausgehauen hat, ist, dass sie halt... Es wurde ein Satellit gestern oder die Tage hochgeschossen im Weltall, wo halt Star Citizen draußen drauf graviert ist ein bisschen. Das ist aber nicht mal das Interessante. Okay. Das Interessante ist die Firma, die dahinter ist. Ist eine My Radar heißt das, wo du halt hier unseren Planeten angucken kannst mit Wetterdaten und Co. und alles. Mhm. Und sie haben jetzt ein Video gepostet, wo sie halt diese App, die sie haben für die Erde halt, ne, für das V-Life, auf Star Citizen angewendet haben. Das gibt's schon ganze Zeit lang. Ja. Mhm. Und das kannte ich sogar noch gar nicht. Das ist jetzt echt? 2 Wochen, das haben sie eben, nee, das fand ich halt mega interessant, weil es jetzt, so wie es da drin erzählt, ich habe nur ein bisschen reingehört, dass sie das wieder sogar für Star Citizen jetzt machen. Es gibt schon eine ganze Zeit, das könnt ihr euch jetzt schon runterladen. Das ist halt, du kannst über Google Maps auf der Erde rum, du kannst aber auch Jela anschauen. Da gab es sogar einen Stand, glaube ich, auf der CitizenCon, da bin ich da vorbeigelaufen. Ja, genau, das haben sie nämlich eben gepostet. Das ist ganz cool. Das ist bei mir komplett vorbeigegangen, dass man sich das halt komplett angucken kann, die Planeten und Infos. Mhm. Und auch mit der MobiGlass-App. Und das finde ich das Interessante, dass das eine MobiGlass-App ist. Dass wir das vielleicht dann mit bisschen Glück ins Game sogar reinbekommen, wenn sie da irgendwie Verträge haben. Das denke ich mir mal, dass sie das reinkriegen. Das wäre fett, oder? Das wäre richtig cool, ne? Genau. Genau, My Radar, richtig. Und deshalb werden auch bei der CitizenCon aufgestellt, Slinky, genau. My Radar. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, ja. Ja, das ist an mir vorbeigegangen, das habe ich nur gerade gesehen halt. Und das gut, die Info war halt, dass sie da halt jetzt einen kleinen Satelliten gestartet haben, wo halt draußen ein bisschen was von Star Citizen reingraviert ist. So, jetzt hast Star Citizen sich jetzt auch im Space quasi. Ja, cool. Das finde ich cool. Ja, das ist witzig auf jeden Fall, dass sie das gemacht haben, ja. Das freut den Chris auch, glaube ich. Auf jeden Fall. Da grinst er jetzt schon. Der kann jetzt mal richtig gut schlafen, sage ich euch. Ich glaube auch, das wird schönes Weihnachten, Werner. Guckt hoch und sagt, ach. Jetzt ist das schon im Weltraum angekommen. Was ich noch sagen wollte zu Master Mats, genau, die Ares ist ein neues Schiff, was am 12.12. Flyready sein wird, vermutlich, was morgen rauskommen wird, mit etwas Glück zumindest. Wir werden mehr Informationen zumindest bekommen. Am 12.12. wird vermutlich ein Heavy Fighter sein von der Firma Crusader Industry und wahrscheinlich ein Heavy Fighter, der gleich Flyready sein wird, Master Mats. Und wie genau und was genau, können wir uns überraschen lassen. Wir müssen noch bis morgen warten. Da bekommen wir auf jeden Fall mehr Informationen dazu. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt.
Können wir alle nochmal heute davon träumen und dann wissen wir es morgen. Genau. Haben wir noch was Schönes zu Redeemer zu sagen? Oder sonst? Ich glaube nicht. Das. Der Rest ist spekulativ. Man kennt das Ingame-Model. Das ist quasi Asbach uralt. Das sieht aus wie aus einem anderen Spiel geklaut. Und noch älter. Und noch älter, ja, genau. Also, das, was man davon weiß, der Designer, der das damals gemacht hat für die Community, also in diesem Next Great Starship Special, ich weiß gar nicht mehr, der ist gar nicht mehr bei CIG. Von dem her. Der war mal, den haben die zwischendurch eingekauft und der ist wieder weg, leider, ne? Ja, irgendwie sowas war. Auf jeden Fall arbeitet da nicht mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn sie da hinsetzen und halt das überarbeiten lassen. Was noch erwähnt worden ist am Freitag ist, das halte ich jetzt für sehr weit hergeholt, aber man hat eben den Vergleich zur Hammerhead gezogen. Man könnte sich auch vorstellen, zum Beispiel, das heißt jetzt nicht, dass wir es machen werden, aber auch so ein Turm wie die Hammerhead hat, vielleicht auf ein Schiff zu integrieren, in der Größe aber halt dann nur eine. Four Horsemen, oder? Four Horsemen, richtig, das war das Team. Das Team hieß Four Horsemen, ne? Und das hatte damals gewonnen. Ich glaube, ja. Und Tankboy, ja, die Ares, da gibt es noch gar keine Bilder zu. Es gibt einen kleinen Leak, aber den habe ich ja vorhin schon mal gezeigt. Wenn ihr zum Beispiel reingeht, hier Weeks der Woche, oder was wird diese Woche kommen? Wenn wir uns das angucken, können wir noch mal kurz zu dem Thema. Wenn ihr jetzt hier seid, The Week in Star Citizen, dann geht ihr quasi, wenn ihr euch das so durchliest, bei Alpha 3.8 habt ihr dann diesen einen versteckten Link. Und dieser versteckte Link, wenn ihr darauf klickt, dann landet ihr quasi auf der Seite von Crusader Industry. Und das ist ja die Ares und da wird es wahrscheinlich ein Heavy Fighter morgen kommen. Für den Abend Donnerstag können wir schon mal drauf einstellen, dass da was kommen wird. Und My Pony, vielen, vielen Dank für die 100 Bits, mein Lieber. Dankeschön für die liebe Unterstützung und danke, dass du hier bist, mein Lieber. Nicht alles auf einmal ausgeben. Nein, ich werde mich zusammenreißen, mein Lieber. Bam, Dankeschön auf jeden Fall dafür. Danke. Ein kleines Stück näher an die Ares gerückt. So, Dille, weiter geht's. Todd, bist du da? Hast du noch was zu Redeemer zu sagen? Nee, ich mag die eh nicht. Okay. Sorry, aber. Nee, ist doch gut so. Ist nicht mein Schiff. Wenn es jetzt alles Mining-Laser wären, wäre ich total begeistert. Du, ich bin auch komplett auf Mining. Also aber die Redeemer ist so, ich brauche sie nicht. Und ich könnte was anderes Besseres brauchen. Aber das war mein erster Pledge irgendwie. Ich hänge an dem Schiff so. Das ist da, ich komme da nicht raus. Ich habe die ja schon 1000 Mal verkauft und wieder zurückgeholt. So. Das ist die, ja. Also, ja, so geht's mir mit der Conny. Das war mein erster richtiger Schiff, was ich mir so vom Herzen geholt hatte. Und die geht auch immer wieder weg und kommt wieder und geht wieder weg. Und jetzt hoffe ich einfach auf das neue Design, dass sie die nochmal zwischennehmen und nochmal remastern quasi. Solange sie mal wiederkommen, alles gut. Eigentlich machen, ja, die fährt schon nicht mehr wirklich rein. Aber ja, das ist so der erste große Pledge. Ich glaube, wenn man einmal diese Hemmschwelle überwunden hat, für ein Computerspiel mehr als 50 Euro auszugeben, ja, also oder deutlich mehr als 50 Euro auszugeben, ja, dann brechen das die ist Hemmen. Prägend. Das ist prägend, ja. Alle Schiffe danach, das egal, das Geld, was danach eingeflossen ist, egal, aber das erste Mal so. Das kriegt einen wirklich, ja. Ja, ich will die nicht hergeben, ich werde es nicht brauchen, aber. Kann ich verstehen. So. Ja, die Ares wird uns immer wieder verfolgen, da hast du recht. Da hast du recht, die Ares ist immer bei uns und wird mit uns sein. Sonst würde ich jetzt zu Bano Merchantman kommen. Jawohl. Bano Merchantman, ich habe sie schon auch mal. Frachteinheiten 3500 SCU hatte sie mal gehabt, 3584. Das war natürlich noch die ganz, ganz alte Berechnung. So wird das Schiff leider nicht reinkommen. Wie viel sie am Ende haben wird, haben sie auch nicht gesagt. Ich tippe mal, wenn wir alles wieder vierteln, wie bei den anderen Schiffen auch, sind wir irgendwas bei 1000. Ich denke mal, so um die 1000 SCU wird sie haben. Er hat es geschätzt in dem Shiptalk und meint ja auch zwischen 600 und 1000, ja. Genau, richtig. Also 800, irgendwie sowas da. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Was sie genau haben wird, haben sie sich aber leider nicht geäußert. Ja, weil das gerade schon, weil der Tankboy schreibt, ich freue mich auf die Merchantman, wenn die Flight Ready ist, modde ich die Caterpillar ein. Warum nicht? Sie steht halt da mit Heavy Freight, aber sie ist halt einfach kein Frachter. Da haben wir ja am Freitag schon mal drüber geredet. Und vielleicht ist es auch was für Pimp My Fleet. Da muss man vielleicht nochmal näher drauf eingehen, aber die Caterpillar hat schon eine Daseinsberechtigung und die Merchantman ist halt. Aber ist ein ganz anderes Schiff, ja. Wollen wir das? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war ja ein Max hier, Freelancer Max Point. Und bin jetzt echt mittlerweile voll auf Feuer und Flamme für die Cat.
Und was? Ich bin mir sicher, weil ich habe auch die Banu Merchantman, dass die Cat auf alle Fälle bleiben wird, auch wenn ich die Banu dann habe, weil das wird einfach, der wird einfach auch so seine Berechtigung haben, der Frachter. Weil er hat so eine schöne Größe, so eine Einheitengröße und ist so praktisch vom Handling. Das stimmt, ja. Und von daher, glaube ich, bleibt. Hast du schon mal eine Taurus überlegt statt der Max? Taurus ist auch eine sehr schöne Schiff, weil ich bin gespannt, Max, was die Taurus am Ende haben wird. Weil die Taurus hat auch eine schöne Frachteinheit. Du kannst ja auch so gut wie alleine benutzen, die Taurus. Taurus ist ein sehr, sehr geiles Schiff, ja, stimmt. Und die wird halt mehr Frachteinheiten haben als die Max. Also denke ich, weil wir mal die 200 rankratzen, ne? Aber ja, gut. Aber das war nochmal ganz interessant, dass sie erst explizit nochmal gesagt haben, keine 3500. Und dass es ein ganz uraltes Konzept ist, dass sie die ganzen SCUs ja nochmal komplett alles neu üben. Ikonikus, vielen Dank auf jeden Fall für die 500 Bits, mein Lieber. Dankeschön dafür. Ist mir gerade mal ganz kurz die Luft weggeblieben. Dankeschön dafür. Puh. Dankeschön, vielen Dank für den Support. Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank. Haut mal alle ein Ausrufezeichen Hype raus oder ein Ausrufezeichen Love für den lieben Support. Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid und hier mitmacht. Dankeschön, dass ihr das hier möglich macht. Dankeschön dafür, ihr Lieben. Genau, dann haben wir hier die Banu Merchantman, wie gesagt. Der werden wir bei 800 SCU ungefähr landen. Genau, gehört, was interessant ist, dann haben die noch gesagt, gehört zu den breiteren Schiffen. Also das Schiff, was wir so kaufen können, ist das einer der breitesten Schiffen, die es quasi gibt in-game später auch. Aber nicht von den längsten. Es wird längere Schiffe geben, ja. Aber von der Breite her wird sie schon relativ breit sein. Müssen wir aber auch mal... Wie lang? Genau, 160 Meter breit ist nämlich wirklich verdammt breit. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ich will nicht mit dir wissen, wie das ist, mit dir nachher durch den Jumppoint zu fliegen mit der Breite her, ne? Ja, es ist allgemein ein sehr spezielles Schiff. Wir haben das am Freitag ja schon mal angesprochen, so die Merchantman, weil die halt jetzt noch 350 kostet. Man muss sich überlegen, ob man sich vielleicht ingame dann einen Klotz an den Bein bindet mit so einem Schiff. Aber ja, ich meine, jetzt halt noch 350, ne? Aber gut. Mal der Rumpf wird bestimmt auch so dick wie die Carrick. Ja, das denke ich auch, das kann ich mir sogar vorstellen tatsächlich. Syntax, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Rumpf dicker wird. In der Hinsicht, weil sie ja auch noch, wo wir schon dabei sind, gerade bei dem Thema, sie kriegt ja diese, es ist ja eine mobile Handelsschiff. Das ist ja auch das, was auch zum Beispiel Niax gesagt hat, ist ja eine mobile Handelsschiff. Das heißt, vergleichbar mit der Privateer, dass du da drinne Shops hast. Das heißt, du hast verschiedene Shops, vielleicht kleine Kiosks in der Hinsicht, ein paar Stück, wo du dir deine Sachen eben anbieten kannst und die Leute können dann die Sachen rauskaufen aus dem Schiff. Und das ist natürlich schon ganz cool, dass es nicht nur ein Transportschiff ist, deswegen auch Merchantman. Also nicht ein Transport- oder irgendwie ein Logistikschiff. Es ist eigentlich mehr mit einem Merchantman-Schiff, ein richtiges Handelsschiff. Baba, Papa, vielen, vielen Dank nochmal für die 100 Bits. Bam, auch an dich. Dankeschön für den lieben Support. Dankeschön dafür, mein Lieber. Tef Mac, schön, dass du da bist. Grüße dich. Welche Webseite ist das? Den Link haue ich dir gerne raus. Das ist, warte, ich schicke dir einfach den Link direkt. Dann könnt ihr auch gerne da mal reingucken. Das ist quasi MyFleet, da könnt ihr, Fleet Yards ist das, und da könnt ihr euch die Sachen euch ein bisschen angucken, die Raumschiffe und die Sachen, wie sie gerade sind, in welcher Bearbeitungsphase sie sind oder wie die Schiffe gerade da sind. Sie ist auch relativ aktuell, die Seite, selbst die Privateer ist ja auch schon eingebunden und die ganzen neuen Schiffe, die sind da sehr, sehr schnell unterwegs, die diese Seite betreuen und binden immer die neuen aktuellen Informationen hier relativ schneller ein, schneller wie auf der richtigen offiziellen Seite von CIG. Also die Seite ist aktueller, diese Seite, wie die Seite von CIG. Klingt komisch, ist aber leider so. Aber ansonsten, glaube ich, hat man da nichts Neues, oder? Ich habe es jetzt in meinem Kopf, hast du da noch was aufgeschrieben? Ich lese doch mal ab. Genau, noch ein paar kleine Sachen habe ich noch. Genau, wie gesagt, ist einer der breitesten Schiffe, aber nicht von den längsten her. Ist ein mobiles Handelsschiff eben und es soll auch mobil bleiben in der Hinsicht, dass er auch noch durch Jump Points durchpasst. Das heißt, sie soll jetzt nicht so riesengroß werden, wie zum Beispiel andere Handelsschiffe, damit sie immer noch agil und auch in Medium, sage ich mal, in Jump-Points durchfliegen kann, gerade wenn sie tiefer im All unterwegs ist, Ortag, weil sie einfach, sage ich mal, ein Deep-Handelsschiff ist, die Ortag im tiefen All alleine klarkommen soll, um auch ihre Sachen zu verkaufen. Und dafür soll sie immer noch relativ mobil sein und nicht zu immobil werden. Das Ding wird mega fett, Syntax, das kann gut sein, ja. Die muss aber landen.
Warte mal, sie muss landen, um ihre Handel zu betreiben. Oder bekommen sie einen Hangar? Da hast du recht, die muss auf jeden Fall landen. Da hast du voll und ganz recht, sie bekommen keinen Hangar bis dato jetzt. Vielleicht kann die Defender antocken. Das kann sein. Das kann die, ja. Die hat laut Lore aber Andockstation. Genau, sie hat Andockstation. Explizit für die Defender. Und zwar wird das so sein, ich gehe stark davon aus, dass zwei Defender einen an jedem Flügel festmachen kann. Weil es laut Lore auch so ist, dass der Pilot, der Merchantman, dann auch die Waffen der angedockten, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Schiff, ja, Defender, mitbenutzen kann. So, ja. Also, genau, ich guck mal kurz nach Bildern, wo man das so ein bisschen sehen kann. Aber, ja, das ist halt dann trotzdem kein Fighter, ne? Nee, aber das ist schon richtig. Du meintest hier, da kann ein Schiff andocken und hier kann ein Schiff andocken, an den Seiten zum Beispiel. So stelle ich mir das vor, ja, weil das erklärt vielleicht auch diese krabbenartigen Arme von der Defender, weil sie sich halt dann vielleicht irgendwie um den Flügel schlingt. Also so erkläre ich es mir designtechnisch, weil wo sonst? Was ist das denn? Hey. Der Virtual Dragon oben rechts im Banner. Was ist oben rechts im Banner? Hey. Jetzt bin ich raus. Ach so. Oben rechts im Banner. Okay. Hä? Jetzt meinst vielleicht deine Chinesis-Werbung oder was? Nee. Hier ist nichts mit Chinesis. Virtual Dragon hat irgendwie einen Link rausgehauen. Oben rechts im Banner. Ach so, Tom Walkie, aber okay. Was willst du mir damit sagen, Virtual Dragon? Achso, das ist der Satellit wahrscheinlich. Da. Ah. Das ist der Satellit. Oben rechts im Banner. Oder? Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Könnte okay. Das ein Satellit sein? Ich weiß es nicht. Wie sieht denn so ein Satellit aus? Der grüne Satellit. Okay, ja, warte mal kurz. Vielleicht so. Okay, krass. Noch nie einen besessen. Ach so. Okay, krass auf jeden Fall. Na ja, klar. Das sieht man sehr gut. Na gut, machen wir weiter mit unserer Show hier. Vielen Dank, Virtual Dragon. Können wir uns ja nachher nochmal genau angucken. Meine Idee war ja tatsächlich hier bei der Bano Merchantman, dass hier oben die Defender andocken kann und dass sie noch eine Synergie eingehen kann, dass sie als Turm mit benutzt werden kann. Das heißt, du kannst nicht nur mit der Defender andocken, du kannst mit der andocken, sie kann mitspringen und zusätzlich kannst du sie auch als Turm benutzen. Die Defender muss nicht abkoppeln, du kannst sogar aktiv mit der Defender kämpfen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ob die das so umsetzen, ist natürlich nur ein Gerücht, aber das war mal eine Idee dahinter, die mal bestand zwischendurch, dass sie als Turm mit benutzt werden kann, die Defender. Sogar auch diese Panzerkanonen und überall. Ja, gut, es gibt verschiedene Konzepte. Ja, spekulativ auf jeden Fall. Es ist halt ein sehr spezielles Schiff. Das wirklich gecheckt hat, seinerzeit die große Crew. Also brauchst mindestens 4 Leute, maximal 8. Das ist. Ja, du bist gerade ein bisschen abgehackt. Ich bin gerade im TS. Als wenn du ein Funkloch hättest. Genau, du hast ein Funkloch mit deinem Handy. My Pony, ich will einen Pixel von dir. Du kriegst 2, okay? Kriegst du. Ist gekauft. Totti, du hattest noch gesagt, bei der Bano Merchantman lore-technisch soll sie auch Undocking-Collar haben, womit dir auch, dass sie auch handeln kann im Weltraum, ne? Ja, also wie gesagt, lore-technisch ist es so, dass die Bano, wenn die landen, die Solis ja dann miteinander verbinden. Also die Bano Merchantmen sind dann über Gänge, über Brücken miteinander verbunden. Die haben also die müssen an den Seiten so Undock-Schleusen haben oder Durchgänge, wo die miteinander koppeln können. Achso, du meinst mehrere Bano Merchantmen miteinander, dann wird daraus irgendwann eine Raumstation oder sowas, mehrere, ne? Mehrere Bano Merchantmen oder eben halt auch, ich nehme mal auch Bano Merchantmen Town. Nicht nur Banus, sondern eben halt auch andere Schiffe dementsprechend wahrscheinlich. Aber das ist halt eine Mutmaßung von mir, weil das eben in vielen Lore-Geschichten, wenn man über die Banus dann hört und über ihre Handelsplätze, dann kriegt man eben das Bild geschildert, dass ganz viele Banus in einem Kreis stehen und miteinander verbunden sind und man von Banu zu Banu gehen kann. Shop zu Shop so gesehen, ne? Mehrere Shops. Genau, sozusagen von Shop zu Shop und dadurch ergibt sich ja, dass die irgendwo auch miteinander gekoppelt werden können. Mhm.
Syntax, was du da gerade geschrieben hast, das ist gar nicht mal so weit hinweg. Die haben nämlich tatsächlich mal gesagt, dass es eine Barn- und Merchant-Town geben soll, wo ganz viele Barn- und Merchants miteinander verkoppelt sind. Das haben die sogar mal in irgendeinem ATV oder Inside Star Citizen mal gesagt bei irgendeiner Sendung. Kann ich mich noch daran erinnern, dass es tatsächlich auch eine Weltraumstation geben soll, wo ganz viele, was quasi ganz viele Schiffe beinhaltet, wo ganz viele Schiffe miteinander gedockt sind. Und die kommen von den Barnus tatsächlich, ne? Die an den Barnu-Planeten sind diese Weltraumstation, die wir jetzt kennen und haben, eben wirklich bestehen die wirklich aus zusammengekoppelten Barnum Merchantmans. Ja, das sind ja Familienschiffe, ne? Das ist ja quasi auch die komplette Existenz eines Barnums. Du bist ja immer noch total abgehackt, mein guter Nijax. Da muss ich mir vielleicht mal neu connecten. Einen Moment. Alles klar, mach in Ruhe. Aber auf jeden Fall finde ich, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich bin echt glücklich, wenn sie die Barnum Merchantmen ins Game reinbringen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie dann ins Game reinkommen. Ich hoffe, dass sie ankommt. Das wird ja noch dauern. Was tippt ihr? Wann kommt die Barnum Merchantmen raus? Ich tippe mal, dass sie noch mindestens ein Jahr benötigen. Sie gehen jetzt in Produktion mit rein. Die Defenders abgeschossen. Sie gehen jetzt in die Produktion mit der Barnum Merchantmen vermutlich so langsam. Das heißt, vielleicht ein Jahr weiter könnte sie vielleicht schon ins Game reinkommen. Und dann wird auch die Ankoppeltechnologie drin sein, dass Schiffe ankoppeln können. Also Docking wird funktionieren, Ship-to-Ship-Docking, und das wäre doch so geil, wenn die rauskommt, die Barnum Merchantman und die Defender, dass die dann auch mit der Defender ankoppeln kann. Das wäre cool, oder? Ja, das wäre super. Ich auch, Tankboy. Ich finde die auch richtig, richtig cool, Tanky Boy. Finde die richtig cool, die Barnum Merchantman. Ich bin auch ein richtiger Fan von den Schiff. Ich mag die echt sehr, 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 sehr gerne. Ist das erste große Schiff, was ich mir gekauft habe, damals für $260 noch. Ich habe damals mit der Freelancer angefangen und dann kam irgendwie die Barnum Merchantman, dann habe ich mir die geschnappt damals für 260 noch. Das war mein erstes Schiff, was ein bisschen teurer war. Ja, meins auch. Kann sein, Tanky Boy, mit 4.8, glaube ich, wird die Merchantman kommen können. Vielleicht tatsächlich. Das wäre dann tatsächlich schon, also ja, in ein Jahr knapp. Ne, 260 hat sie genau gekostet, Siri. Genau 260. Aber 250, 260, ey Siri, ich will mich jetzt nicht fest drauf. Kann auch 250 sein, kann auch 250 gewesen sein. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie festhalten. Ich weiß es nicht, aber irgendwas mit 250, 260, irgendwie sowas. War relativ günstig. Genau, um dann um 2 Jahre verschoben zu werden, Tanky Boy. Ich hoffe doch nicht. Zeig mal deinen Fleet, Faxi. Hast du Fleet Yard drin? Ne, habe ich noch nicht, East Rabbit, aber werde ich auf jeden Fall jetzt reinmachen in den Fleet Yard. Wenn wir Pimp My Fleet machen, ab dem 21.12. werden wir einen neuen Sendeblock haben. Und dieser neue Sendeblock, den wir ab dem 21.12. fahren werden, der nennt sich Pimp My Fleet und da werden wir dann sowas machen. Ein wunderschön, das wünsche ich dir auch wieder. Schön, dass du da bist. Willkommen. Und schön, dass du hier reinguckst, mein lieber. Guten Abend, mein guter. Aber habe ich noch nicht, Mr. East Rabbit, aber werde ich auf jeden Fall jetzt fertig machen. Haben wir sonst noch was zu Barnum Merchantman gehört zu den, sag ich mal, zu der Talkrunde vom Freitag? Also ich habe gerade nichts weiter und würde jetzt zu Argomol rübergehen. Wenn es sei denn, einer hat von euch noch was Interessantes. Nee, ich glaube, das ist es auch. Mehr so eine bekannte Style, ist klar, Defender. Und dann geht's weiter. Guck ich mal ganz kurz. Ob die schon die Argomol drin haben, aber haben die wahrscheinlich noch nicht drin. Aber das macht ja nichts. Ja, wir machen einfach die SRV-Seite auf. Das ist ja so ähnlich. Ist ja von Argo, also die Argomol, das ist das nächste Schiff, was kommen wird. Ach, ich mach mal die Prospektor auf, das passt ein bisschen besser. Ja, die wird. Genau, das kann ich machen. Da haben wir ein schönes Bild, dass ihr wisst, worüber wir reden. Dann ist das ein bisschen schade. Wenn einer ein schneller Bild findet, wie meine Wenigkeit ein cooles, könnte das gerne raushauen. Ulve. Argomol. Ah, das ist ein schönes. Das ist auch ein schönes. Kriegst du hier schneller bei. Darin. Ach cool. Ja, das ist doch super, nehmen wir das Bild doch. Ja, schon ein Stück, ein bisschen weg von der Konzeptzeichnung, ne?
schon ein bisschen mehr handfestere Sachen. Ja, auf jeden Fall, das ist schon ganz cool. Das ist jetzt die Argomol, die darüber haben die auch gesprochen am Freitag. Eigentlich haben die gesagt, dass sie drei Meinungköpfe hat. Wir werden das Schiff jetzt ein bisschen tiefer auseinandernehmen. Genau, drei Meinungköpfe. Was interessant ist, alle drei Meinungköpfe, die da drin sind, die Mining Laser, die sind hochwertiger wie die auf der Prospector. Die Prospector hat zum Beispiel Size 1 und die Argo hat dann dreimal Size 2 tatsächlich. Und die sind hochwertiger, wie wir das von den Waffen kennen, sind größer und haben auch mehr Leistung. Können wir gleich, Gargamel, können wir gleich nochmal drauf reingehen auf jeden Fall. Machen wir gleich, wenn wir die Mol durch haben. Gehen wir gerne gleich in die Retaliator Base rein. Finde ich nämlich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Die Argomol ist das erste Mining-Schiff, was rauskommen wird, jetzt mit 3.8, was größer ist wie die Prospector, ist quasi im Mittelbereich angesiedelt, von der Conny-Größe, so Pi mal Daumen. Man braucht und im Multicrew-Bereich, das heißt, man hat einen Piloten, drei Miner so gesehen in den Türmen drin. Der Pilot kann keinen Mining-Turm benutzen, das heißt, der Pilot ist wirklich nur fürs Fliegen da. Wenn ihr alleine mit der Mol unterwegs seid, dann müsst ihr sie quasi am Stein parken, dann müsstet ihr aussteigen, in einem Mining-Laser euch reinsetzen, dann abbauen. Ihr habt natürlich eine Size höher an dem Mining Laser und auch mehr Volumen. Also man kann das Schiff auch alleine benutzen. Ist vielleicht ein bisschen umständlicher. Könnte nicht ganz so viel Spaß machen, aber ihr könnt es alleine nutzen. Erstens ist der Laser Size 2, nicht Size 1, den ihr dann benutzt im Mining Laser. Und ihr habt das Doppelte an Tragekapazität dabei. Das heißt, auch alleine kann man sie effektiv nutzen können. Und das Coole ist eigentlich, so richtig macht sie nachher später Spaß in der Gruppe. Wenn man zum Beispiel mit zwei oder drei Mann unterwegs ist, dass der Pilot sich erstmal aufs Fliegen konzentriert und dann kann der, sag ich mal, der Mitpi oder der Kumpel oder dein Orga-Mitglied kann dann schon mal mit Mining beginnen und du kannst dich dann umsetzen und dann auch noch mit dem Mining beginnen. Und das ist eigentlich das erste, sag ich mal, Multi-Schiff, was rauskommt, Multi-Crew-Schiff, womit man quasi Gruppen-Mining auf ein Schiff betreiben kann. Sie hat auch diese Satteltaschentechnologie hier drin, wie man hier sieht. Diese Satteltaschen sind quasi ganz klein. Wenn ihr dann einen Stein extrahiert und die Mineralien einsaugt, dann werden die vorsortiert. Quasi der Geroll wird hinten wird quasi aussortiert, der Geroll, und wird dann quasi in den Weltraum geblasen. Und die guten Mineralien kommen dann hier in diese Satteltaschen rein und die werden dann immer größer, umso mehr Inhalt, der sich dann füllt, die Satteltaschen. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr cool umgesetzt. Was ist noch wichtig? Genau, die Türme sind hier hinter versteckt. Das heißt, das fährt zur Seite auf, dann kommt der Laserturm raus. Dann haben wir auf jeder Seite einen und hier vorne haben wir auch noch einen Turm. Die meisten schätzen auf um die 60 Meter Conny-Größe und da gehe ich auch gut mit. So um die 60 Meter wird das Schiff wahrscheinlich groß sein. Genau. Ich habe da noch einen neuen Link reingestellt, da sieht man das mit den Türmen ein bisschen besser. Na cool, danke. Habt ihr noch was Interessantes zu Mol zu sagen? Sonst haut gerne raus. Ja, gerne, definitiv. Immer raus damit. Also was wir jetzt... sind da schon Bilder aufgetaucht, dass man davon ausgeht, der hat eine kleine Raffinerie an Bord. Mhm. Was genau das jetzt bedeutet, weiß man auch noch nicht en Detail. Aber wird auf jeden Fall wesentlich effektiver sein als die Prospector. Nicht nur, weil sie einfach drei Laser hat statt einen und die aber, der Fexi ja schon gesagt hat, das heißt nochmal größer, sondern eben auch durch diese Raffinerie. Also nicht nur die Vorsortierung, vielleicht kann sie so rudimentäre Prozesse einfach schon die nächste Verarbeitungsstufe heben und damit halt den Gewinn entsprechend erhöhen. Was ich ganz cool finde, ist, hier sieht man es auch ganz schön, das sind diese VTOL-Thruster, die sie eben vorne hat und hinten auch. Ich glaube, hinten sind die schwarz, wenn ich es auf dem anderen Bild gesehen habe jetzt. Das finde ich eigentlich ganz cool, also es ist so ein bisschen Transformer-like, da scheint ganz viel zu passieren. Den verschiedenen Arbeitsstadien oder Flugmodus, die sie so hat. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und so her ist die. Ja. Crew Quarters sind mit an Bord, ist ja klar. Also, du musst ja nicht. Die Leute, die an Bord sind, die wollen natürlich auch versorgt werden. Man geht jetzt aber, glaube ich, eher von 4 statt 5 aus. Also, man sagt dann, Maximalbesatzung könnte eigentlich 4 sein, weil die du hast einen nicht Piloten. Das ist ein Piloten und drei Mining Operator halt und du brauchst ja quasi in Mining-Betrieb einen Co-Piloten. Da kann es sich ja dann, wenn du fliegst, kann sich dann quasi einer der Miner auch auf den Co-Piloten-Sitz setzen. Also gehen wir mal von 4 Betten aus. Ja, davon würde ich jetzt auch ausgehen. Wenn wir noch auf den Chat eingehen, genau, was hältst du für der Relator Base? Auf die Retaliator gehen wir gleich drauf ein, wenn wir durch sind mit der Mool. Genau, und mehr Reichweite, auf jeden Fall wird sie mehr Reichweite haben, da hast du auch recht.
gar keine Frage. Die Mole wird auf jeden Fall mehr Reichweite für Deep Space, auch Einsätze da sein. Wie gesagt, du hast eine Crew an Bord, die auch ein bisschen, wo du mit länger unterwegs sein kannst, wo du auch Quartiere mit hast. Deswegen tippe ich auch auf Constellation-Größe, damit du auch einen bestimmten Crew-Bereich hast mit den Betten, dass man auch auslocken kann vernünftig, dass du auch einen Spawn-Punkt auf jeden Fall wieder hast. Wirst du sie effektiv alleine nutzen können, Schmolzi? Jein. Wie gesagt, du musst ja quasi, du kannst sie schon effektiv in irgendeiner Weise nutzen, indem du vielleicht irgendwo hinfliegst, weil du hast ja das Doppelte an Ladekapazität. Dann hast du einen Mining-Laser der Stufe Size 2. Das heißt, du kannst natürlich an einen Stein ranfliegen. Da musst du leider aussteigen, dich umsetzen und dann den Stein abbauen. Das kann effektiv sein, muss es aber nicht. Wenn du natürlich jetzt einen coolen Stein findest oder irgendwie einen Gürtel findest, mit, wo Meteoriten drin sind, die sehr hochwertig sind und du kannst ja die Steine abbauen und du kannst damit sehr gut Umsatz machen, dann brauchst du nicht so oft hin und her fliegen, weil du natürlich das Doppelte an Ladekapazität hast. Dann hast du einen Size 2 Laser, den hast du bei der Prospector auch nicht. Ich sag mal, effektiver wird es, glaube ich, richtig cool und Spaß machen wird das Schiff erst mit zwei Leuten und statt alleine. Mit alleine kannst du das Ding auch benutzen, aber es ist dann Weiten holst du da nicht die Effektivität dieses Schiffes heraus, leider. Da musst du wirklich schon mit zwei oder dreimal unterwegs sein, tatsächlich, ja. Schmolzi. Man muss da ganz sein. Klar sagen, das ist ein Multicrew-Schiff und das ist wie mit allen Multicrew-Schiffen. Ich hab Karriereschiffe, Prospector, Moe, Orion. Ich kann wahrscheinlich auch eine Orion allein bedienen, aber ob das effektiv ist, steht auf dem anderen. Genau, richtig. Weil ich muss halt dann von Station zu Station rennen und so ist es ja halt auch. Also ich sitze da ganz oben, wenn ich mir das angucke, wenn man sich anguckt, wie klein der Sitz da ist in diesem Cockpit, dann ist das schon ein Stück. Da muss ich da runter marschieren, muss mich in diesen Turm reinsetzen, ja, muss da rumoperieren, muss rauf, muss wieder rum. Also du wirst mit der Prospector einfach besser bedienen. Und das ist halt einfach, für einen Mann ist eine Prospector das effektivere Schiff. Bist du aber zu zweit, kann man sich schon unterhalten. Ja, zu zweit, zu dritt, auf jeden Fall dann. Aber um es halt in ihrem, ich meine, es hat drei Mining Laser und einen Pilotensitz, also zu vierter bist du halt quasi an der maximalen Leistungsfähigkeit. Ja. Das ist halt ein Muss. Und was ich aber dazu sagen muss hier, wo der Tankboy auch drauf eingeht, mit der Kapazität, mit der Frachtkapazität, muss ich ganz ehrlich gestehen, bei drei Mining Lasern das Doppelte von der Prospector finde ich mager. Aber wie du ja sagtest, die soll eine Raffinerie drin haben. Also ja, gehe ich davon aus, dass sie das OE, also die Mineralien, besser extrahiert als die die Prospector. Also dass man effektiver und wertvollerer die Sachen verstaut und einlagern kann als auf der Prospector, wo man ja meistens bis zu 95% oder 90% Schrott dabei hat, Geröll. Und von daher glaube ich, dass es ganz okay ist, diese Einheiten, die sie hat. Mhm. Aber wenn dem eben nicht so wäre, dass da effektiver rausgefiltert wird und das Mineral extrahiert wird, dann wäre ich sehr enttäuscht von der. Ist ein bisschen zu teuer dann so gesehen, ne? Mhm. Ja. Ich meine, zu wenig Ladekapazität hat es dann, meinst du, ne? Ja. Ja, aber da kann ich schon sagen, weil das Mining-System, das wir aktuell fahren, ist ein Platzhalter. Das heißt, die Prospector, wenn ich an einen Stein rangehe und habe da, was weiß ich, Laronite, habe ich da 3,4%. So, da macht die Prospector, aktuell sagt man sich bei 3,4, ja, Laronite ist vielleicht, Gold ist bei 17% in diesem Stein, den ich da abbauen möchte. So, dann sage ich, okay, das ist ein cooler Wert, den Stein gönne ich mir, dann arbeite ich darum. Und dann saugt die Prospector aktuell jeden Scheiß mit ein, also den kompletten Stein. Später wird aber auch die Prospector einfach, wie der Fexi ja schon gesagt hat, den Stein ausscheiden und nur den 17%igen Anteil an Edelmetall dann in diesen Container einladen. Das heißt, selbst die Prospector, die ja jetzt mit ihren vier Taschen... Kann auch besser sein, ja. Ist ja nichts. Und da kriege ich dann, wenn ich dumm rumfahre, kriege ich vielleicht 2000 Credits und dann bin ich ja komplett. Dann denke ich mir, warum bin ich überhaupt eingestiegen in das Ding? Das wird später auch anders sein. So, und jetzt denkt man das Ganze einen Schritt weiter und sagen, nicht nur die Prospector, sondern auch die Mole scheidet aus und plus diese Raffineriegedanke, die dann eben vielleicht dieses Edelmetall, also gezielt, was dann auch die Prospector machen wird, gezielt das Edelmetall da rausholt. Und das dann vielleicht auch noch weiterverarbeitet, eben in einem weiteren Produktionsschritt, was dann den Verkaufswert erhöht, erreichen die acht Taschen locker. Das ist quasi, das erhöht sich ja exponentiell. Das ist ja nicht,
Das ist mit dem jetzigen Erfahrungswert, mit der ganzen Mining-Mechanik ist es vielleicht schwer vorstellbar, aber das ist halt aktuell echt ein rudimentärer Platz halt. Also dürft ihr euch nicht täuschen lassen, die komplette Mechanik mit diesem Saddleback-System, mit diesen Taschen, ist schon ein gutes. Das finde ich auch cool, halt, ja. Das funktioniert halt aktuell einfach nicht, weil man die Ausscheidemechanik oder die... Nicht nur drin, genau, die so Sortierung, das ist ja cool. Das ist der ganze Schrott, der wird dann rausgepustet, zum Teil zumindest, ich glaube auch nicht komplett, aber ich glaube, ein großer Schrottanteil wird dann aussortiert, da hast du noch einen kleinen Schrottanteil und eben die guten Materialien, die gehen dann in die Satteltaschen rein und werden dann aufgefüllt. So gesehen hast du dann nachher schöne Edelmetalle in deinen Satteltaschen komprimiert und nicht in den ganzen Schrott mit drin, wie es jetzt ist. Das ist ein bisschen fehl momentan. Und diese Mechanik ist noch nicht drin, genau. Wir haben das am Freitag schon durchgesprochen zu dieser Mining-Geschichte, weil es ganz interessant ist. Es wird ja auch dieses Starter-Refinery-Ship geben, was Sie da gesprochen haben, was Sie eben auch schon vorgestellt haben, also die ersten groben Gedanken vorgestellt haben auf der CitizenCon, was ja dann quasi der Einstieg in diese Refinery-Mechanik ist. Das ist im Prinzip ein Upgrade mit der Prospector. Da fliegst du mit der Prospector vorne weg, meinst fleißig rum und dein Kumpel hinten sammelt die Satteltaschen auf oder die Saddlebags auf. Und raffineriert das dann in seinem Schiff. Das macht die Mole halt schon, on board. Also du brauchst ja nicht hinterherfliegen. Und du hast halt 8 Satteltaschen. Also das ist schon ein gutes Schiff. Auf jeden Fall, denke ich auch. Ja, was tippt ihr denn, wie teuer wird die werden, Jungs? Die Mole Totti. Was denkst du, Totti? Wie teuer ist die Conny? 2,25. Ja, ich nehme an, dass sie so bei 3 liegt. 300. Plus oder mit Mehrwert? Plus Fett, ja, oder? 300 mit wahrscheinlich. Ich würde sagen, ich bin bei 350 komplett. Also komplett mit Fett 350. Pi mal Daumen. Mr. Easter 350. Ich denke auch mit Mehrwertsteuer, die 19%, die wir haben, denke ich bei 350. Easter wird. Haut mal alles raus, was ihr denkt gerade. Wie teuer wird das Schiff werden? Und Dentler können wir gleich nochmal. 349. Ja, bei Polly, sehr geil auf jeden Fall. Ja, 360 Credits und 23 Warbond. Oh, sehr cool. Klingt auf jeden Fall gar nicht so falsch. Knapp 400. Kann ich mir auch vorstellen. Knapp 400, ja. Ja, weil, und da muss man also ohne Steuer kann die keine 400 kosten. Also Credits kann die keine 400 kosten. Weil man muss überlegen, der Orion kostet schon 575. Ja, der Orion, der wird mal irgendwann 700, 800, 900 kosten. Aber das ändert ja auch nichts an der Tatsache, dass er das uns vor zwei Wochen die Orion für 75 verkauft hat und jetzt das Schiff dann für 400, das wäre frech. Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Sturmhunter. Ja, also ich glaube, dass wir mit 23 Warbound, glaube ich, bist du gut dabei. Sturmhunter, vielen Dank. Philipp, ist das ein vielen Dank auf jeden Fall für dein Follow. Willkommen bei uns. Schön, dass du hier bist. Dankeschön für deine liebe Unterstützung. Und schön, dass du eingetrudelt bist auf jeden Fall. Sturmhunter, ich denke mal, das ist okay. Wenn ich das so sage, ja, Sturmhunter passt. Denkt ja dran, ich habe das Bild nochmal hochgerufen. Denkt, die Argo SRV, die hat allein, das ist ein kleines Schiff, ne? Die hat schon 150 gekostet, ohne Mehrwertsteuer. Der Argo ist ein teurer Hersteller. Denkt jetzt nicht, okay, die Argo, sag ich mal, der Hersteller Argo ist ein günstiger Hersteller. Wir hatten bis jetzt nur kleine Schiffe von den Sander, Sturm Sander, alles klar. Sage ich nur Sander. So viel, Dankeschön. Ja. Die Vulture ist ja schweineteuer, die Vulkan war noch teurer. Sehr cool. Also alles, was so Profession-Ships, also was irgendwie mit Karriere zu tun hat, da schlägt dazu und halt Alien-Aufschlag. Den haben wir hier Gott sei Dank nicht dabei. Ja. Mhm. Dazu muss man natürlich sagen, jeder, den die Mining-Sache interessiert, der glaube ich ist anfangs echt, bevor er sich jetzt hier nochmal die Mole überlegt mit 350 Tacken, und das ist ein Riesensprung, wenn man das Geld nicht reingesteckt hat, dann bleib lieber bei der Prospector. Und warte halt dann mit dem anderen Geld auf das Raffinerieschiff. Oh ja, Raffinerieschiff kommt auch dieses Jahr. Also nächstes Jahr, Entschuldigung. Das Jahr müssen wir schon abschließen. Nächstes Jahr kommt ein neues Starter-Karrierenschiff, das Raffinerieschiff. Und das wird da bestimmt auch sehr interessant werden, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Wenn man sich fürs Mining interessiert, ich weiß nicht, ob man da direkt mit der Mittelklasse anfangen soll. So, lieber raufarbeiten, weil ich glaube, der Sprung von der Prospector auf die Mole in-game. Was kostet die Constellation aktuell? Hau gerne raus, Sander. Wenn du einen Link hast, sehr, sehr gerne, mein Lieber. Hau gerne, kannst ruhig gerne posten. Ich denke ganz einfach auch, 155, wenn man jetzt nicht den Background hat, die mal wirklich effektiv mit 4 Leuten zu besetzen, dann sollte man auch da jetzt nicht so groß
nichts denken. Mit der Prospektor anfangen und dann farmst du dir die nachher voll und dann, wenn du dann auch die Kontakte hast über Orga und Leute, die merkst, die möchten auch minern und haben Spaß daran, dann kann man sich die, dann kann man sich die immer noch holen. Ja, da hole ich mir lieber, also wenn ich jetzt mir die kaufen müsste für 400 oder 350, 360, da sage ich, pass auf, da warte noch ein halbes Jahr, spar vielleicht noch ein bisschen was auf die Seite und hol mir dann nächstes Jahr meine Resell. Hoffentlich hört er uns und macht es dann nicht 700 Euro. Aber dann hole ich mir den Orion oder versuche halt irgendwie noch an den Orion zu kommen, weil du halt dann ingame, man darf halt nicht vergessen, so die Relevation von diesem, von echt Geldpreis zu Ingame-Preis, das wird jetzt schon immer so, das wird schon immer ein bisschen enger jetzt. Ja. Und wenn ich mir jetzt ein Schiff kaufe für 600 Euro oder 650 Dollar oder weiß der Geier was, da wäre ich Monate, wenn ich viele Monate dran arbeiten müssen, Ingame, um mir das leisten zu können. Mhm. Also kaufe ich mir dann lieber diesen wirklichen Zeitvorsprung und kaufe mir dann das Karrieren-Endschiff, die Reclaimer oder die Ryan, bevor ich irgendwo in der Mittelklasse Ich einsteige. Weiß, was du meinst, dann gleich das Endschiff. Sander, ich habe den Link einmal kurz unten reinkopiert. Erstens, My Pony, vielen, vielen Dank. Im dritten Monat, Chaka Bam, Dankeschön dafür. Total lieb von dir. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Kasi hat noch rausgehauen. Die Mol ist unwirtschaftlich in ihrem aktuellen Zustand. Müssen wir einfach abwarten, wenn sie reinkommt. Aber ich gebe dir schon recht, weil die Game-Mechaniken noch nicht drin sind. Zur Vorsortierung der Raffinerie noch nicht richtig drin ist, die Vorsortierung noch nicht richtig drin ist, aber sie hat mehr Ladekapazität und die Mining-Laser sind größer. Du hast ja bessere Mining-Laser wie der Prospector. Es heißt 2 Mining-Laser und die Prospector Mining-Laser heißt 1. Also die ist schon cool auf jeden Fall, die Mol. Ob wie effektiv sie ist, Kasi, da gebe ich dir recht. Da müssen wir abwarten. Aber vom Ding her ist sie sehr, sehr cool. Und wie gesagt, Sander, hier nochmal der Link zu dem Bild, was ich zumindest gerade habe. Einen richtigen Link zu diesem Schiff gibt es noch nicht, leider. Es gibt ein kleines Video dazu. Oh, finde ich das jetzt wieder. Das ist das Video quasi. Hast du das in Account? Das war das Werbevideo. Das Werbevideo, genau. Von das Advertising. Wenn du das hast, kannst du ja mal raushauen. Dann kann ich dir gleich mal, Sander, mal das Video dazu sagen. Orion finde ich halt klasse. Zu der Orion haben wir tatsächlich mal ein Chipshow gemacht. Wenn wir reingehen, mein Kanal auf YouTube jetzt, das war auch der letzte, die glaube ich nicht gemacht, der vorletzte, da haben wir tatsächlich die Orion durchgenommen, im rund um Star Citizen. Da haben wir über die Orion gesprochen, war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Kann ich den Link mal raushauen, wenn du das einmal angucken möchtest. Die Orion, das war ein Chipshow, den wir mal gemacht haben dazu. Und da haben wir alle Informationen durchgegangen zu Orion und da ist uns tatsächlich auch gefallen, dass wir bei der Orion eine ganz andere Mechanik haben. Da haben wir nämlich keine Mining-Laser und nichts, die wird auch so weiter wahrscheinlich auch so umgesetzt werden. Hier haben wir Traktorstrahlen und einen Cutter. Der Cutter ist dafür da, die Steine klein zu schneiden und die Traktorstrahlen sind dafür da, die Steine dann reinzusaugen, dann werden sie hier reingefräst und auseinander gehäckselt, so gesehen, klein gemacht. Und dann wird die hier dann raffineriert und dann in die Container dann quasi aussortiert. Und dann schon, hier ist auch eine Raffineriefabrik drin. Also das wird schon hier alles umgearbeitet. Das ist eine ganze Mega-Plattform, wie man das quasi kennt, von einem Raffinerieschiff bis hin zum riesengroßen Miner. 340 Meter ist das Schiff lang. Und die hat wieder eine ganz andere Game-Mechanik in Richtung, sag ich mal, Mining. Die benutzt eine andere Game-Mechanik, wie die Mull zum Beispiel oder die Prospector. Chris, die Asteroiden. Sehr cool. Ja, das ist übrigens die Mole auch mit ihren Size 2 Mining-Lasern. Die kann natürlich auch Steine knacken, die eine Prospector jetzt nicht reinkriegt, ja. Gar nicht davon träumen kann. Also wo du jetzt vielleicht, lustigerweise wurde Chris Roberts inspiriert. Ja, genau. Das war niemals so angedacht und ich glaube, da hat die Community auch eben die Devs motiviert, dieses Schiff zu machen. Weil er gesehen hat, dass manche, das war ein Fehler, das wollten die gar nicht, dass diese Steine so schwer zu knacken sind. Aber es hat die Community gemacht, haben 4 Prospector ausgepackt, sind dahin geflogen und haben zu vierter diesen Steinen kaputt gemacht. Das haben sich, und das sehr hat er cool, gesehen und dann hat er gesagt, war geil und dann ist die Mole entstanden. Ja, das ist cool, ja. Ist tatsächlich so. Also es ist das ist ganz nett. Aber jetzt hat, das war der Clip auf jeden Fall. Warte, ich schicke dir den mal hier schnell. Hau ihn einfach direkt raus oder sonst mache ich das. Das ist der Clip zur Mol. Ja, das gibt halt nicht viel. Das haben die halt in diesem, Können wir gerne auch nochmal gemeinsam reingucken. Danke fürs Raussuchen.
Ja, das hat tatsächlich länger gedauert, als ich mir gedacht habe. War ein bisschen überraschend. Ich spule einfach mal ein bisschen vor zum Mol. Das dauert ja bloß eine Minute. Da ist sie. Da sieht man auch mal, wie groß die Mol ist. Also die wird wahrscheinlich, wie gesagt, Constellation-Größe haben. Na, da wird sie irgendwie schon landen, ne? Bei der Cordy, ne? Ja, sieht also sehr, sehr, sehr mächtig aus. Also sehr, sehr klotzig, ne? Mhm. Aber man darf echt nicht, da muss jeder für sich also ein bisschen, ich sage mal, über den Tellerrand hinwegdenken. Mhm. Du kannst zum heutigen Stand kein Schiff eine finale Bewertung geben. Du kannst heute nicht sagen, die Mole ist nicht so interessant wie die Orion oder wie das und das Schiff, weil halt viele Mechaniken entweder noch gar nicht vorhanden sind oder nur Platzhalter sind oder sowieso nochmal komplett überarbeitet und halt Werte getweakt werden. So. Macht keinen Sinn, da jetzt zu sagen, die Mole ist da nicht effizient oder macht da keinen Sinn. Das ist ein cooles Schiff, so wie die da steht. Was man einfach sieht, ist, sie hat VTOL Thruster, das ist sehr interessant, weil die Größe musst du halt auch in der Atmosphäre halten können. Wirko, grüß dich. Das scheint zu funktionieren und der Rest ist alles, wie sagen sie immer so schön, subject to change, also man wird sehen. Ne? Was noch interessant ist, wo wir gerade bei dem Thema sind, wenn wir uns jetzt die Laser oder die Bohrköpfe nochmal angucken, das scheinen echt Remote-Türme zu sein. Ne? Hier, guck mal, hier ist, wenn wir uns das jetzt hier direkt angucken, an diesem Punkt, den ich hier gerade offen habe, sehe ich hier keine Kanzel. Aber es gibt andere Bilder, da sind Kanzeln dran, glaube ich. Ja, ich glaube nämlich, ich war mir auch sicher, dass ich Kanzeln gesehen habe. Jetzt bin ich mir wieder unsicher bei dem Bild, weißt du? Ich bin immer so ein Hin- und Hergerissen. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Bild gesehen mit Kanzeln. Ich muss aber jetzt... ich glaube, es sind auch Kanzeln. Was sie eben auch gesagt haben in diesem Shipshape oder in diesem Let's Talk About Ships, dass die anfangs rumexperimentiert haben, das ist vielleicht ein lustiger Side-Note, den man sich merken kann. Die wollten halt, dass die Arme, also die steuerbare Backbord-Arme links und rechts, dass die sehr lang sind und sehr flexibel, und da haben sie tatsächlich Entwürfe gemacht und haben dann festgestellt, dass die Devs sich gegenseitig geärgert haben. Da haben die quasi einmal mit dem Arm komplett ums Schiff rumgelangt und dem anderen Turm-Operator dann aufs Dach geklopft. Also auch nicht schlecht. Solche Entwürfe haben die anfangs gemacht. Dann, das ist doch witzig. Das ist doch mal ein Arbeitsarm. Auf jeden Fall. Arbeitstier. Ja, die scheint schon Spaß zu haben. Mit der Retaliator kommen wir nachher nochmal zum Ende. Ich würde erstmal gerne den Ship Talk fertig machen. Wenn nachher noch die Retaliator, da gucken wir uns die Base natürlich auch nachher noch an. Sonst wird das nachher so spät. Haben wir sonst noch was zum Mol? Was interessante Informationen gerade dazu zu den Ship? Nee, also wie gesagt, die Raffinerie, das ist relativ cool. Also hier, das ist das Bild, warte mal. Ich glaube, über das haben wir uns. Ja, man, ja, es ist jetzt natürlich kein schönes Bild und mit Thumbnail, aber ich meine, das Bild ist ja das gleiche. Da sieht man es, das angedeutet, dass diese Klappe auf der Seite, dieses. Aufklappt hier, ja. Ja, hochklappt, dann nochmal unten drunter, da scheint mir eine Kanzel dran zu sein. Aber wir werden es sehen. Vielleicht sehen wir es morgen, ja, ich bin gespannt. Hey, Kenobi, wupp. Aber die Mol ist ein Preis und ein. Achso, als ein Preis und die Post gleich 4. Ja, richtig, so ist es, Kenobi. So kann man das aussehen, auf jeden Fall. Bei der Mol braucht man immer 3 Steine nebeneinander. Kann man so auch machen. Oder du kannst einen Stein vielleicht gemeinsam zusammen schneller knacken, besser und einfacher. Müssen wir abwarten, wie sie das reinbringen. Ja, nicht unbedingt. Es soll größere Steine noch geben. Dann, und ich glaube, das ist auch, was mir noch gar nicht auf dem Radar ist, das Asteroiden-Mining. Also nicht auf Atmosphären, sondern wirklich in Asteroidenfeldern. Und da, vielleicht hat er ja noch einen Traktorstall dran, dann ziehe ich mir so ein Ding her, weißt du? So, dann hast du die Flexibilität, die du halt in der Atmosphäre nicht hast. Das wäre doch schön. Aber mehr gibt's eigentlich nicht. Und der Argomol, leider. Aber es ist nicht mehr lang hin, ne? Wir werden es spätestens nächste Woche wissen. Auf jeden Beim Fall. Beim Geburtstag, dann schenke ich mir die. Echt jetzt? Ist das so? Das habe ich mir verdient. Das habe ich mir verdient. Auf jeden Fall, kann ich dazu nur sagen. Auf jeden Fall. Warte mal ganz kurz, ich suche. Ich muss mal ganz kurz was machen. Ja, was man weiß, ist gebildet. Die hat links und rechts von der Glaskanzel, vom Cockpit, hat sie, einen Batchel Repeater. Sieht mal aus wie 2er Batchel Repeater. Hoffentlich gegimbelt, aber also. Wehrhaft würde ich sie nicht einschätzen, ne? Ist auch nicht ihr Ding, ne? Sie muss jetzt nicht fighten. Das stimmt. Aber es ist vielleicht nice to know, es sind Waffen dran, aber es ist halt eher. Ja, ich schieße halt verzweifelt zurück. Genau. So,
die Art Waffen. Ja. Dann, das war die Bol, dann kam natürlich das nächste Schiff dran, worüber die gesprochen haben. Das war tatsächlich über die Polaris, haben sie gesprochen. Da gibt es auch neue Informationen zu. Die Informationen sind leider sehr, sehr flach ausgefallen, weil an der Polaris wird zurzeit leider gar nicht gearbeitet, Schnief. Also alle, die eine Polaris haben, das tut mir leid, aber an der wird zurzeit aktiv nicht gearbeitet, leider, bis dato. Genau, es kommt mit 3.8 kommen schon unterschiedliche Mining-Laser. Korrekt, so ist es tatsächlich, Dark Fabi. Mit 3.8 kommen 5 unterschiedliche Mining-Laser, glaube ich, sogar schon rein. 5 Stück schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber so ziemlich. Mhm. Ich glaube, nicht nur für die Mäuse, sondern auch für die Prospector. Auch für die Prospector allgemein, genau, richtig. Ja, du hast dann hast da ein bisschen Varietät. Die meinten auch, gibt man dann verschiedene, du kannst es so vorstellen. Einige sind halt prinzipiell stärker, was weiß ich, so der grobe Vorschlag haben wir. Und dann hast du der feines Besteck, wo du eben diesen grünen Bereich beim Meinen vielleicht einfacher halten kannst. Also da wird es verschiedene Varianten geben. Oder diese vielleicht auf spezielle Rohstoffe dann besser eignen. Da müssen wir rumprobieren. Und das ist so. Deswegen ist es der PTU, die Sammel der Spartaten. Genau. Das wird dann auch ausbalanced. Genau. Also da alle fleißig rumprobieren, dann. Da tragen wir zu beider. Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da wird sich auch Sharin und Kasi sind da wahrscheinlich ein bisschen geknickt, aber an der Polaris wird leider nicht gearbeitet. Leider gibt es da nichts Neues und wird auch erstmal nichts Neues kommen. Wird leider noch ein bisschen dauern, bis die Polaris leider kommt. Ich glaube auch einfach, die müssen nochmal, die sind sich dessen bewusst, dass sie die komplette Designsprache von RSI einfach nochmal überarbeiten müssen. Ja, ich glaube, das ist das auch. Und vor allen Dingen haben die, glaube ich, auch gemerkt an der Karak, ne, die Größe und wie sie damit jetzt zu handeln hatten, das Interieur da reinzubekommen und dann eben nochmal von der Größe wieder runterzugehen, ne, weil sie erst riesig war dann. Ja, genau. Denke ich mal, dass die sich einfach gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt diese Schiffe, diese Größenverhältnisse ungefähr gleich sind, da müssen wir nochmal drüber gehen und überlegen, wie wir das machen. Zander, komm, kann ich noch mal kurz was zu sagen? Ich denke mal, 3.8 wird dieses Wochenende zumindest, denke ich mal, dass ich das dann zeigen kann. Ich denke mal, dass die erste Welle, also Subscriber, Concierge, dass die erste Welle dieses Wochenende kommen wird. Und dann, ich denke mal, so zum 21. hin, wo auch unsere Weihnachtsfeier ist, dann wird es vielleicht sogar schon im Office, können wir vielleicht sogar schon alle im PU spielen. Aber ich denke mal, dass zum Wochenende hin mit etwas Glück, wie gesagt, müssen wir abwarten, dass zu diesem Wochenende hin schon der Startschuss kommt mit der ersten Welle. Gucken wir mal, dann werden wir uns auf jeden Fall 3.8 hoch und runter angucken. Denkt an unseren Weihnachtsstream am 21.12. Da werden wir auch ganz viele Gewinnspiele machen, zum Beispiel die Kinesis Gaming Tastatur raushauen, ein paar Starter Package raushauen und ein paar andere Sachen noch raushauen. Am 21.12. Weihnachtsfeierstream bei uns hier. 12 bis 24 Stunden Stream wird das werden. Mal gucken, wie lange ich durchhalten werde. Und da werden wir uns dann ganz viel 3.8 angucken, ganz viel schnacken. Da werden wir auf jeden Fall Pimp My Fleet am Start bringen, den neuen Sendungsblock hier und ganz, ganz vieles Neues auf jeden Fall machen am 21.12. Einfach eine Community-Feier wird das, Weihnachtsfeier wird das werden, wie im letzten Jahr auch schon. Dann haben wir hier die Polaris, wie gesagt, an der wurde leider nicht gearbeitet und wie gesagt, wann die kommt, müssen wir mal abwarten. Leider auf Eis gelegt oder arbeiten die gerade nicht dran. Habt ihr sonst auch Informationen zu Polaris rauszählen können? Ne, zu Polaris gar nicht. Ich habe nur gerade von einem Handminer gerade was gelesen, wo jemand im Chat gefragt hat. Zum Handminer ist nichts bekannt, aber gehen wir stark davon aus, dass irgendwann in Zukunft entweder gibt es andere Hersteller oder halt dann andere Aufsätze für die Handminer. Aber aktuell ist da gar nichts. Gar nichts, leider nicht. Leider nicht. Dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, den ich auch sehr, sehr interessant fand. Jetzt müssen wir einmal ein kleines bisschen wegkommen von den Schiffen, aber es hat trotzdem mit Schiffen zu tun. Kann man Komponenten sabotieren? Das geht darum, wenn du jetzt Komponente verbaut hast, wenn es nachher die Täten, also wenn es irgendwann Gegenstände drin sind, in den Fächern, sage ich mal, wir haben ja, sage ich mal, Platz in den Raumschiff extra für die Komponentensysteme, zum Beispiel für das Energiemanagement oder für die Schildmanagement, die Komponenten, und die kann man die sabotieren? Ja, man kann sie später sabotieren. Entweder man kann sie beschädigen, man kann sie ausschalten oder auch rausnehmen, die Komponenten. Aber was ganz interessant ist, man kann sie sogar auch hacken können. Zum Beispiel, wenn du eine Komponente irgendwie ran möchtest, dann ist sie hinter Verschluss, hinter einer Tür, sage ich mal. Die Tür, die musst du erstmal hacken, wenn du an sie ran möchtest und du hast keine Befugnis dazu. Das ist nämlich das Interessante nachher, dass es später ein Berechtigungssystem gibt, dass zum Beispiel dein Ingenieur auf einem größeren Schiff, zum Beispiel auf einer Idris, dass deine Ingenieure Berechtigungen haben, an die Komponenten zu
bekommen, aber die anderen nicht. Die müssen dann quasi sich da reinhacken, wenn du jetzt Sabotage betreiben möchtest auf der Idris, dann müssen sie sich reinhacken in diesen Schrank, wo die Komponente verborgen ist hinter, und dann kannst du die Komponente kaputt machen, kaputt schießen, sabotieren oder rausnehmen, wenn du dich reingehackt hast. Und das andere ist dann eben, dass es eine Berechtigungsstruktur gibt für die Komponente, dass nicht jeder Zugriff hat auf die Komponente, sondern nur bestimmte, sag ich mal, Berechtigungskreis. Das fand ich noch ganz interessant, auf jeden Fall. Fällt euch noch was zu dem Komponentensystem ein, was demnächst irgendwann rankommen wird? Nö. Dort was ganz interessant war. Oriel, grüß dich, Abend. Weil ich gerade geschrieben habe, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast jetzt. Du wirst auch, aktuell ist es so, dass du das Exterieur versperren kannst. Du wirst später vom Pilotensitz auch dann tatsächlich Türen, also die inneren Türen versperren können. Und was ganz interessant ist, da haben sie sich auf einen dummen Gedanken gebracht. Ich weiß nicht, ob die das so durchziehen werden. Es ist ein ganz interessanter Gedanke, sich zu überlegen, dass man Bauteile auch langsam sabotieren kann. Also man sabotiert die, aber die gehen nicht sofort kaputt, sondern der Verschleiß wird dann höher oder weiß der Geier was. Also so ein paar perfide Plänchen gehen da in ihrem Köpfen rum. Das ist eigentlich ganz interessant noch. Ja, aber ansonsten eigentlich auch nichts Neues, ne? Nee, nicht ganz. Warte mal, habe ich einen Fehler gemacht? Lass mal, nee. East Rabbit, verwirr mich jetzt nicht. Ich wollte schon sagen, alles gut. Mach das nicht nochmal, mein Hase. Ich habe gedacht, dass ich die ganze Zeit hier ein Selbstgespräch führe. Und ich habe den Desktop gemutet, aber habe ich nicht, alles gut. Mach mir keine Angst, East Rabbit. Na, wie gesagt, genau, also da bin ich auf jeden Fall gespannt mit den Komponentensystemen. Wenn die richtig reinkommen sollten, die verbaut sind und wenn man da wirklich die auch sabotieren kann, kann auch interessant werden. Wenn du tatsächlich ein größeres Kampfschiff hast und du so sabotierst dann die Komponentensysteme, könnte interessant werden auf Dauer. Auf jeden Fall. Macht auf großen Schiffen halt dann tatsächlich auch interessant, dass man sagt, man hat Security an Bord. Mhm. Also tatsächlich zwei, drei Freunde oder NPCs, die da in Kampfmontur durch die Gänge patrouillieren, dass da keiner irgendwie einen Blödsinn bei größeren Schiffen da anrichtet. Ne? Das stimmt. Also ist auch so eine Mechanik, die man sich da mal überlegen muss, wenn man ein wirklich großes Schiff ist, eine Hali beispielsweise. Das kann ich mir so geil vorstellen. Wenn du dein Handgerät hast, dann musst du den Schrank erstmal hacken, damit du an das Komponentensystem rankommst und dann die Sabotage durchführst. Den Spielgedanken finde ich schon geil. Die Mechanik, dass sie reinkommen, das finde ich schon sehr, sehr, sehr cool. Genauso, Cartes. Vielleicht wird dann ein Alarm ausgelöst oder je nachdem, wie gut du bist, wird er halt nicht ausgelöst. Mhm. Ja, genau, richtig, das finde ich cool. Ja. Genau, mit den Subkomponenten, da gilt das genauso so ähnlich, genau, richtig, Sokrates. Die dürfen wir nicht vergessen. Genau, das richtig, das stimmt. Mit 3.8 sollen die Vibes nicht komplett aufhören, aber es soll nicht mehr so oft Vibes geben. Auch sehr gut, Alexander. Mit 3.8 ist der Startschuss, dass sie quasi eine Speicherung machen, eine Teilpersistenz durchführen, dass du deine Credits, dass wir die verdienten Credits, die Raumschiffe und behalten kannst. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Major-Patch haben, zum Beispiel 3.9. Die großen Patcher sind da meistens Major-Patch. Und wenn ein neuer Major-Patch draußen ist, 3.9, wirst du immer noch deine Raumschiffe, die du in-game verdient hast, behalten, genauso wie die Credits. Vorausgesetzt ist, dass es keine größlichen Änderungen gibt oder dass irgendwas, zum Beispiel ein großer Bug da war. Alles, dass es so einigermaßen hinhaut, dann gibt es kein Reset. Aber es kann immer noch sein, dass sie ein Reset rausbringen werden, ein Vibe. Nicht unbedingt, aber wie gesagt, kann immer noch passieren. Und das lassen sie sich offen mit dem Vibe. Also es kann sein, dass 3.9.1 oder 3.9.2 wieder gewiped werden muss, weil irgendwas da geändert worden ist, was Auswirkungen hat auf den Account, sag ich mal, oder was auch immer da geändert worden ist im Backend und dass sie deswegen doch nochmal einen Account-Reset machen müssen. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich das Ziel, dass sie viel, viel weniger Vibes machen müssen wie vorher. Das ist richtig, Sander. Das stimmt. Was haben wir denn noch genau? Das hatten wir gehabt, Berechtigungssystem, das hatten wir auch gerade gesagt. Denn in 3.8 kommen die neuen Scanner, kannst du dabei kaufen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt eine Terrapin hast oder eine Prospector, da hast du einen aktiven Scanner,
die Prospector ist jetzt gut für Mineralien, aber den Scanner kannst du auch austauschen von der Prospector und einen Scanner einbauen, zum Beispiel, um irgendwelche Flottenbewegungen aufzuspüren. Dafür ist das Schiff aber nicht geeignet, deswegen kann es nicht so gut umsetzen, aber es kann es auf jeden Fall gewährleisten in einem bestimmten Umfang. Zwar nicht so gut wie die Terrapin, aber wenn die Terrapin zum Beispiel einen Scanner, den aktiven Scanner dann installiert für Mineralien, dann wird die auch Mineralien finden können, aber nicht so gut wie die Prospector zum Gegenvergleich. Aber man kann ihn zumindest kaufen und installieren und es durchführen. Sag ich mal, dass du in der Terrapin ein bisschen flexibler bist, dass du auch Mining-Sachen finden kannst, nicht nur im so ein Beispiel oder auch zum Beispiel für Salvage, dass du irgendwelche Raumschiffe finden kannst, die kaputt sind. Das wirst du alles installieren können, aber die Schiffe sind nicht dafür ausgelegt und können es nicht so gut umsetzen, wie zum Beispiel ein explizites Mining-Schiff, das dafür quasi gemacht ist, zum Beispiel die Prospector für Mining. Genau. Fällt euch noch was dazu ein zu den Scanner? Ich glaube, das ist gut erklärt, oder? Ja, das ist ja genau richtig. Mehr weiß man einfach noch nicht. Mhm. Immer nach der Prämisse, ein dediziertes Schiff wird immer besser sein als ein Alleskönner. Ne, also ein Schiff, das genau für diesen Zweck gebaut ist, wird immer effektiver sein als ja, ein umgebautes. Dann haben die tatsächlich, Tordi, wolltest du noch was dazu sagen? Hast du dazu noch was? Nö, alles gut soweit. Das noch ganz interessant war, dann kam sie tatsächlich zur Sprache, die Endeavor, darüber haben die auch noch gesprochen. Genau, das ist die Endeavor eben so modular bleibt, wie sie ist. Sie sind immer noch bei den Stand. Ich werde die Endeavor einmal kurz aufmachen, dass ihr wisst, worüber wir reden. Endeavor. Oh, jetzt habe ich mit. Endeavor, da ist sie. So, die Endeavor ist eigentlich ganz... Warum geht denn das nicht auf? Nein. So, jetzt aber. Ach, jetzt geht's. Die Endeavor ist eigentlich ein ganz interessantes Schiff in der Hinsicht. Sie soll auch so bleiben, wie sie ist. Das heißt, die Endeavor, sie haben bestätigt, sie wird so modular bleiben. Auch mit den Biodoms, das wird alles so bleiben, wie es bis jetzt ist in der Konzeptphase. Die werden davon bis jetzt nicht abgehen. Dieses Gerüst, was sie hier sich damals vorgestellt haben bei der Endeavor, das wird auch so bleiben, dass ihr zum Beispiel dieses Gerüst habt, wo ihr die Sachen andocken könnt und eben die Sachen an, also ihr könnt quasi die Pots, zum Beispiel die Biodome, ihr könnt den Hangarbereich oder die Medic Bay, das könnt ihr hier weiterhin andocken und das soll auch weiter so bleiben. Zu der Größe haben sie sich nicht weiter geäußert, eben nur dazu, dass diese Pots bleiben sollen, dass sie so modular bleiben wird, wie sie jetzt ist. Was doch ganz interessant war, sie bekommt immer noch diese spezielle Legierung, dass sie fast in die Sonne reinfliegen kann, nicht direkt in die Sonne, das so nicht. Also sie kann sehr, sehr dicht an den Sonne ranfliegen, wo andere Schiffe schon zerglühen würden, wo sie keine Chance haben, hat die Endeavor von Misk eine spezielle Legierung bekommen, die sehr, sehr speziell ist und auch dafür entwickelt ist. Sie hat eigentlich kein anderes Schiff hat diese Technik, dass du sehr, sehr dicht an eine Sonne schon fast reinfliegen kannst, um bestimmte Daten oder wissenschaftliche, sag ich mal, Versuche durchzuführen. Was noch interessant ist, genau, extrem robust soll sie auf jeden Fall auch sein, ist zurzeit leider nicht in Arbeit, ist ein altes Konzept, was noch so besteht und was sie immer noch so umsetzen wollen, aber wie gesagt, sie ist momentan noch nicht in Arbeit, wird noch ein Schiff sein, worauf wir noch lange warten müssen, aber auch darüber haben die eben gesagt, dass sie noch auf grün sind, dass das Konzept so bleiben soll, wie es jetzt angedacht ist und auch mit der Legierung, da sind die nochmal drauf eingegangen, dass es ein sehr, sehr robustes Schiff ist, was sehr dicht an, sag ich mal, an ungenehmen Orten hinfliegen kann, wo andere Schiffe nicht hin können und sie nicht kaputt geht so einfach. Übrigens für jeden, der sich für sowas interessiert, das ist noch mein persönlicher Geheimtipp, weil die Base-Variante kostet 350. Das ist so, wie sie gerade auf dem Bild da war. Das heißt, das nennen wir es mal Mutterschiff und keine Ahnung, wie man das andere Ding nennen soll. Als ohne die Module, ich meine, es wird verkauft in diesem Master-Set, dann Concierge, glaube ich, Concierge-Package. Kostet dann 1000, das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Aber all diese Module, aber die meisten auf jeden Fall, werden in-game relativ günstig sein. Relativ günstig sein. Das heißt, wenn man sich jetzt schon mal für den Preis, das ist ein sehr, sehr großes Schiff, das ist ein Schweizer Taschenmesser quasi, wenn ich mir das für 350 sichert und dann in-game mir die Module dazu farm, da habe ich gut einiges gespart. Mhm. Also da ist ein Schiff, ist auch einer der wenigen Schiffe, das Sanitätsmodul, also in dieser Endeavor Hope Variante, einer der wenigen Schiffe, auf denen du auch spawnen kannst oder auch andere spawnen können, nachdem sie gestorben sind oder halt schwer, ja, gestorben, in Anführungszeichen.
Dafür brauchst du dieses Modul hin. Das ist diese Hope-Lite oder diese Hope, sag ich mal, die heißt Endeavor Hope-Klasse. Diese Endeavor Hope-Klasse, das ist quasi eine Lazarett-Fregatte. Man kann sagen, sie ist über 200 Meter lang. Es wird eine Fregatte tatsächlich schon sein, die Lazarett-Fregatte, wo du drauf spawnen kannst, wo du operieren kannst, wo du alles machen kannst, was du dir vorstellen kannst. Du hast ein wissenschaftliches Quartier, dass du irgendwelche Gegenmittel herstellen kannst. Du kannst Seuchen bekämpfen, du kannst Viren bekämpfen, du kannst vielleicht einen Planet oder eine Bevölkerung oder ein Volk vor der Ausrottung auf dem Planeten bewahren, damit du vielleicht geht dazu, soll es auch später Questen geben. Der Endeavor ist ein extrem geiles Schiff, ein sehr, sehr, eigentlich das beste wissenschaftliche große Fregattenschiff, was es bis jetzt gibt. Also ich finde das Schiff extrem cool und nochmal danke für den Hinweis mit den 350 Euro oder Dollar, die man sich das Schiff relativ günstig kaufen kann, dass man zumindest das Grundsystem hat, ne? Also den Schiffsaufbau so gesehen, genau. Ja, das wird mal ein sehr teures Schiff werden. Davon kannst du schon ausgehen. Erstens ist es Misk. Zweitens, es ist halt, sagst du selber, 200 Meter ist natürlich riesig. Du hast einen Hangar, also du kannst ein Hangarmodul reinschrauben, da kannst du auch Schiffe spawnen. Beziehungsweise, du kannst dieses in dieser Konfiguration sogar so einstellen, dass du sagst, du bist irgendwo in einem Krisengebiet und ich lasse jetzt hier Spieler auf meiner Hope spawnen, die halt bis zum gewissen Crime-Stat haben. Da kannst du natürlich sagen, ja, mir ist es egal, YOLO, lass alle da spawnen. Oder halt nur die braven Jungs. Genau, das kann man einstellen. Dann da drauf und dann können sie halt, ich weiß nicht, bis zur Cutlass muss reinpassen, weil die Cutlass Red muss ja auch da rein, in diesem Hangar eben dann ausparken. Hangar kannst du nur einen mitnehmen, Taschenträger wird es keiner. Aber es ist ein sehr, 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 sehr cooles Schiff. Ist ein sehr cooles Schiff, ja. Und nicht nur, dass du, also theoretisch oder praktisch haben die gesagt, dass du auch dieses Grid hier hast, um Fracht zu verladen. Das heißt, du hast auch hier Möglichkeiten, in diesen Hangar auch Fracht zu transportieren. Das ist natürlich cool, dass du tatsächlich auch ein Grid für Fracht hast. Das ist natürlich richtig cool. Aber übrigens ist auch nicht nur für jemand, der Piraterie oder die dunkle Seite der Karrieren als Ziel hat, kannst auch, es gibt diese Domes, da kannst du entweder Essen drin machen oder an Pflanzen vor. Du kannst aber auch einfach Drogen anbauen. Also kannst du es auch zum Heisenberg-Gedächtnis-Raumschiff umbauen und dann halt da Drogen anbauen oder hier zum Beispiel Batterieoption starten. Also es ist für alle Richtungen offen. Es ist sowohl für Gute als auch für Piraten. Mein Favorit ist tatsächlich hier der Super Collider. Das ist mein Favorit, weil mit dem Super Collider, glaube ich, kann man relativ viel Geld nachher mit umsetzen, weil du kannst nämlich hier das optimale, sag ich mal, Potenzial von einer CPU, das Übertaktungspotenzial rausfinden und dann kannst du sogar zusätzlich dein, was wenn du das rausgefunden hast, deine CPU, wie hoch das, zum Beispiel, du hast eine Komponente, zum Beispiel ein Power Planet für die Energie quasi und hiermit kannst du rauskriegen mit dem Super Collider, was das optimale, sag ich mal, Übertaktungs-CPU aushalten könnte von deinem Power Planet. Das kannst du dann auch einstellen damit und kannst du dann nachher quasi verkaufen, zum Beispiel im Aktionshaus oder für deine Orga oder deine Kundschaft kannst du dann damit bedienen und optimal deine Sachen oder die Sachen von denen übertakten. Und ich glaube, hiermit kannst du auch relativ viel Geld machen später, weil das will natürlich jeder. Du willst natürlich aus deinen Raumschiffen alles rausholen, was geht. Und mit den Super Collider ist es tatsächlich auch möglich. Du wirst auch andere Möglichkeiten haben, Sachen zu übertakten, zum Beispiel in einer privaten Werkstatt oder sowas. Aber nicht so gut wie mit den Super Collider, weil du da atomgenau übertakten kannst, wie die das so schön mal gesagt haben. Ja, auch Waffen etc. Nur, genau. Ich meine, du hast ja alles. Wenn du in die Exploration-Schiene gehen willst, dann baust du dieses Scanner-Array ran. Das ist quasi nochmal, das ist die Carrick auf Steroid quasi dann. Das ist halt, also wie sie dasteht, die Endeavor, ist sie halt jetzt das größte, von allem halt einfach. Sieht doch geil aus, ne? Sieht doch cool aus. Alles, ne? Halt, ja, genau, das ist dieser angedachte Scanner-Array. Ich meine, wenn du das mit einer Carrick vergleichst, dann ist die Carrick halt, ist halt nicht, ja, weiß ich nicht, eine Taschenlampe, das ist halt ein Flutlicht. Ne? Ist halt einfach so. Ja, in der Hinsicht, ja. Und halt aktuell noch zu dem originalen Konzeptpreis, eben von diesen 350 Dollar ohne Steuer, war sie jetzt im Sale. Ich meine, die kommen nächstes Jahr wieder. Schöner Preis. Wird man auf jeden Fall auf dem Radar haben. Ich glaube, der wird auch bei 350 noch ein bisschen länger bleiben, weil das Schiff wirklich noch weit, weit weg ist von der Fertigstellung. Definitiv, ja. Drum eben mal, bevor man sich die Merchant-Man überlegt, würde man sowas in die Garage stellen. Also meine persönliche Meinung. Aus genannten Gründen halt, weil ja, ich kann halt damit eigentlich alles abdecken, was außer Kampf, was ich so einen coolen Karrieren auf jeden Fall, ja, machen will.
Ja. Das wir dann als nächstes haben, was ich mir dann aufgeschrieben habe, das ist die Refuel-Mechanik. Das war eigentlich ziemlich dünn, leider. Ich habe mir da ein bisschen mehr versprochen. Hier kam eigentlich dadurch mit den Landing-Pads und der Kraken Privateer kam hier so ein bisschen zu sprechen. Oh, mein Chat ist gerade angehalten. Ich musste mein Chat erstmal weiter scrollen. Und da haben sie quasi erzählt, wenn du auf der Kraken dich andockst, quasi du gehst auf den Landing-Pads, auch das zeige ich euch mal kurz, was ich meine, und du bist dann quasi angedockt bei den Landing-Pads auf der Kraken Privateer zum Beispiel, dann kannst du auch tatsächlich auch refuelen. Und wir wissen ja, dass die Kraken auch nicht mehr so weit weg ist, bis sie reinkommt ins Game. Die wird ja, also ich gehe davon sehr, sehr stark aus, dass es das nächste, sag ich mal, richtiges, sag ich mal, Capital Schiff sein wird, was in Game reinkommen wird, zu 890 Jump. Es sei denn, die Idris kommt mit rein, mit der, wo wir da das Gerücht gehabt haben, übrigens, dass die Idris wahrscheinlich schon mit 3.8 reinkommt. Und da wird es wahrscheinlich einen Idris-Fight geben. Dazu kommen wir aber später nochmal zum Abschluss der Sendung. Was interessant war bei der Kraken Privateer, wenn wir uns das nochmal angucken, dass diese Landing Pads, wenn ihr drauf landet bei der Kraken Privateer, da haben sie jetzt nochmal bestätigt, dass du dann auch auftanken kannst. Das heißt, du kannst tatsächlich, auch wenn du hier drauf gelandet bist, kannst du aufmunitioniert und refueled werden. Darüber haben die nochmal kurz gesprochen. Fand ich ganz cool, finde ich ganz interessant, dass das geht, aber war mir eigentlich schon fast klar, also habt ihr das jetzt rausgehauen? Also ich habe damit schon gerechnet, dass es so sein sollte. Habt ihr noch mehr rausziehen können, was die da meinten bei der Refuel-Mechanik? Also mehr konnte ich da nicht rausziehen. Ich fand das war interessant, aber mehr Informationen konnte ich da jetzt nicht rausziehen bei der Refuel-Mechanik. Wie jetzt bei Landing-Pads halt auch, du kannst genau. Ja nur über dein Mobi-Glas wahrscheinlich einfach Rearm, Refuel, Repair. Aber ich denke mal, dass du aus Krakenbesitzer halt auch entsprechendes Material vorrätig haben musst. Ne? Genau, das haben die auch gesagt. Also du kannst ja. Es nicht irgendwo aus dem Nirgendwo zaubern, sondern du musst natürlich dann auch für das Schiff die Munition oder die Rakete, den Treibstoff, die Ersatzteile auch physisch irgendwo geladen haben, genau, um das dann hier zu verbauen. Das haben die auch gesagt, genau richtig. Das muss für die gerade da sein. Genau richtig. Woli Taxi Jet. Hey Frankie, grüß dich, schön, dass du da bist, Frankie. Na, Ben, mein Lieber. Wupp, wupp, Frankie. Sonst wäre nicht, ne? Ja, ich da nicht rausgehört, ne? Toddy, hast du da noch mehr? Ach, Toddy ist gar nicht. Doch, Toddy ist noch da. Doch, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nichts darüber. Also, Ich kann mir nur vorstellen, dass das so funktionieren soll wie bei den Origin-Schiffen, oder? Du meinst, dass diese eine Refuel-Mechanik hat, wäre ja, geil. Ja. Davon habe ich aber nichts gehört, dass also das Schiff selber refuelt. Das heißt, dass du halt durch die Gegend fliegst und dass du zum Beispiel wie bei der Carrick als Long Range oder Dark, sage ich mal, Dark Deep Space Erkunder, Exploration Schiff, Discovery Schiff, quasi selbst Sprit refuels. Das weiß ich nicht, ob die Kraken das kann. Das haben die so explizit leider nicht gesagt. Gehe ich stark davon aus, dass sie das können wird. Gehe ich auch davon aus, das haben die explizit nicht gesagt. Was ich aber, jetzt komme ich nochmal zum interessanten Thema. Und ich freue mich, dass sie dabei schon da sind und gar nicht mehr so weit weg sind bei dem Thema. Kommen wir gleich zuerst. Dann möchte ich Herrn Klapperdrache bei uns begrüßen. Schön, dass du reinguckst, Klapperdrache. Na, mein Lieber. Und wup, wup. Schön, dass du auf jeden Fall noch dabei bist. Bakin, dich hatte ich schon gehabt. Schön, dass du auch da bist. Sokrates. Der Dever hat eine völlig andere Angehensweise zur Exploration, genau, und mehrere Science, genau, richtig, Sokrates, das hat sie tatsächlich, weil sie für Deep Space Exploration da ist, in der Hinsicht, dass du mit diesem Array weit in den Deep Space reinguckst und wenn du was gefunden hast, dann würdest du vielleicht sogar die Charakter hinschicken, das, was zum Beispiel die Endeavor gefunden hat, weil die quasi mit ihren großen Array tief in den Weltraum reingucken kann, die Endeavor, dann was finden kann und die Charakter kann dann vor Ort hinfliegen, sich das dann direkt da angucken, zum Beispiel, das stimmt. John Tribus, schön, dass du da bist. Na, mein Lieber, grüße dich. Schön, dass du eingetrudelt bist. Willkommen bei uns hier, John. Da werden wir wahrscheinlich noch viele oder mehrere Abwandlungen von Exploration sehen, weil die Carrack an sich ja ein Kartografierschiff ist. Also ein Militär, da geht es jetzt nicht so um das Erkunden von fremden Planeten, sondern bei der Carrack in der militärischen Nutzung ging es darum, Sprungpunkte, Wurmlöcher, wie auch immer, zu finden und zu kartografieren, also explizit um Pathfinding. Mhm. Wohingegen die Endeavor meines Erachtens nach, also so kann es mir nicht vorstellen, da gibt es noch keine großen, also zur Endeavor nicht, dass die Carrack ein Pathfinder ist, das wisst man, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Endeavor einfach dahin fliegt und halt einfach mal einen kompletten Planeten scannt, einfach nur, weil es halt kann.
Also ja, das ist die Art. Genau, das ist ganz cool. Was kann man noch erklären? Genau, die Carrick ist ja zum Beispiel dafür, die zeichnet auch alles auf. Du springst mit der Carrick irgendwann hin und die zeichnet und kartografiert, wie du ja schon gesagt hast, alles automatisch mit. Und deswegen kann die Endeavor auch nie verloren gehen, weil die findet immer wieder nach Hause. Das ist auch so ein Slogan. Mit der Endeavor mit der Carrick findest du immer wieder nach Hause, weil sie dafür ausgelegt ist, weil sie eine bestimmte Computer hat. Das ist ihre Funktion, die sehr speziell ist bei der Carrick, dass sie alles automatisch kartografiert. Zum Beispiel auch, wenn du durch einen Jump Point durchspringst, wird auch automatisch kartografiert der Jump Point und mit aufgezeichnet, damit du immer wieder nach Hause findest und nicht den Anschluss zur Heimat verlierst. Ja, also da geht es eben genau um dieses Pathfinding und weniger um dieses wissenschaftliche Exploration. Also was ist ja, das kann die schon auch, die Charakter, dass wir uns da nicht falsch verstehen, aber da haben sie sich übrigens auch geäußert. Das stimmt schon, sogar Tess, wenn du sowas machen willst, jetzt, du willst jetzt auf einem Planeten beispielsweise mit deiner Carrick und möchtest da, keine Ahnung was, Pflanzen erkunden oder sowas. Das kannst du machen, das kannst du aber nicht mit der Base Carrick machen, sondern du hast dann diese, nennen wir es mal drei Bauchtaschen oder diese drei Bauchcontainer, die sie mit sich trägt. Da kannst du ein Science-Modul, ein kleines Labor mit ranpacken, dass man vielleicht sogar autark auch wie eine kleine Außenpostenstation dann autark vom Schiff operieren kann. Aber halt diese Funktionalität musst du Cargo opfern bei der Carrick. Das ist halt dann bei der Endeavor anders, weil die halt, weil das halt ein extra Modul ist. Oder halt richtig, der, genau. Wenn du die so aufbaust, halt dann der spezielle Sinn und Zweck dieses Schiffes ist. Ja, genau, also richtig. Das nimmt einfach Platz weg bei der Carrick, ne, wenn du die Sachen mitnehmen möchtest, die Pots, ne? Ja, die haben ja gemeint, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt hat, 600 noch irgendwas SCU und die sind annähernd komplett eben in diesen Bauchtaschen drin. Genau, die Pots, die du da drin hast, die du auch droppen kannst, ne? Das ist schon ganz cool gemacht. Also die Carrick ist schon ein absolutes, richtig geiles Schiff mit diesen Pots. Da kannst du auch schnell mal was reinpacken in den Pots, dann kannst du landen, kannst du eine kleine Station aufbauen, zum Beispiel für Exploration auf dem Planeten vor Ort. Und diese Pots, das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Das finde ich sehr cool mit den Pots bei der Carrick. Das ist schon richtig cool umgesetzt. Es ist so ein bisschen Check of All Trades, also es ist schon auch so ein bisschen Schweizer Armeemesser auch in der Exploration-Schiene. Aber es ist halt, wenn ich jetzt wirklich Bock auf Exploration, die eben diese Science Exploration habe, das heißt, ich finde, vielleicht habe ich eine Carrick und eine Endeavor. Ich finde mir einen Weg, ein Wurmloch, ein Jump Point. Erzähl ruhig weiter, du bist gerade untergegangen. 1, 2, 3, check, bitte. Der halt dann wirklich im Detail diese Science Exploration betreibt, was die Carrick halt zwar auch kann, aber halt nur bis zu einem gewissen Maße. Und dafür muss sie eben Cargo opfern. Das ist natürlich so eine, sonst wäre es auch zu gut, das Schiff. Wenn sie alles könnte, so wie sie es im Konzept verkaufen wollten, dann hätte jeder von unseren Carrick und kein anderes Schiff. Hier sind diese Pots, die wir meinen. Diese Pots, die können gedroppt werden. Da ist auch Cargo und alles Mögliche drin. Und dann kannst du auch in diesem Pot zum Beispiel bestimmte, sag ich mal, Gerätschaften haben, um zum Beispiel richtig gutes, sag ich mal, Exploration zu betreiben auf dem Planeten, dass du dir ein kleines Camp zusammenstellen kannst, wo du dann quasi dein Camp hast, deine Analysensachen, dein Analysesystem und dann deine Artefakte, die du gefunden hast, zu analysieren oder sowas zum Beispiel. Ein Mini-Außenposten, dankeschön dafür. Ein sehr, sehr schönes Wort zu wie ein Mini-Außenposten erstellen kannst. Genau, hast du ein kleines Labor vielleicht drin, hast keine Ahnung. Genau. Was da noch so geben wird, vielleicht ein Habitat, so ein kleines Wohnmodul oder sowas, vielleicht ein militärisches Modul. Ja, man muss ja gucken, aber das ist ein schönes Schiff. Aber haben viele Möglichkeiten, ja. Du ersetzt damit auf keinen Fall, also du machst mit deiner Carrick keine Endeavor obsolet, auf gar keinen Fall. Die Endeavor ist Endeavor eine ganz andere Kategorie an. Richtig, genau. Allein die Legierung, die du drauf hast, dass du selbst in eine Sonne fast reinfliegen kannst, ist schon krass. Ja, also. Wahrscheinlich. Genau, jetzt lock dich doch mal ein und aktiviere den Chipset für die Ares. Machen wir gleich mal, Pony. Wenn wir gleich durch sind mit der Sendung, machen wir das, mein Guter. Dann werde ich auf jeden Fall gleich den Chipset anwerfen für die Ares, dann könnt ihr euch alle zugreifen. Ist klar, mein Lieber. Wenn ich das könnte, wäre das episch auf jeden Fall. Aber wir müssen ein bisschen Gas geben, weil wir relativ viel Stoff sogar noch haben. Wir kommen nämlich jetzt zu dem nächsten Punkt.
Den können wir sogar offen lassen, wenn wir hier schon tatsächlich die Cleric da haben. Jedenfalls der nächste Punkt, der auch nicht mehr so weit weg ist, das ist tatsächlich, dass das Spawn von Fahrzeugen in Raumschiffen kommen wird, das heißt von Vehicles. Wir haben hier zum Beispiel jetzt unsere Cleric, dann kannst du die Cleric zum Beispiel fertig, zum Beispiel ein Preset machen. Wenn du deine Cleric zukünftig rufst, dann kannst du das so einstellen, dass automatisch der Rover mit drin sein wird und vielleicht zum Beispiel deine Pisces. Wenn du dann deine Cleric rufst, dann musst du nicht extra deine Pisces einladen und deinen Rover, nein, du rufst deine Cleric, die Spawn auf dem Landing Bay und da drin in deiner Carrick ist dann schon der Rover ist schon drin, plus deine Pisces. Das ist als nächstes, was sie festgesetzt haben, was sie auch umsetzen wollen. Das wird auch nicht mehr so lange dauern, denn werden wir das auch in-game haben, dass wir bestimmte Presets setzen können, wo wir dann unsere Carrick oder unsere 98 Jump spawnen können, mit den richtigen Sachen dann drin, die wir gerne vorher reingepackt haben. Und das ist schon ganz cool, dass das kommen wird. Das finde ich cool. Zum Kartografieren war doch die Pisces. Nee, leider nicht, Papa. Das kann sie nicht. Die Pisces, du kannst zwar Scanner anbauen bei der Pisces, aber sie kann nicht kartografieren. Das wird nicht funktionieren. Hat dann vielleicht kleine Scanning-Möglichkeiten, aber die ist wirklich nur mehr als Beiboot zu betrachten und nicht als explizites Erkundungsschiff oder als Kartografie-Schiff. Nein, leider nicht, Papa. Wäre ein bisschen zu viel gewesen für das Schiff. Genau. Ding schreibt es ja gerade schon bei Ponys Over the Ocean. Es ist ein Shuttle. Genau. Du kannst es genau da vorstellen. Die Carrick ist in der Umlaufbahn. Dein Science-Modul ist am Boden. Und eben die Leute von oben nach unten zu bringen, hast du die Pisces. Also das ist nichts anderes als ein Taxi. Space-Taxi. Richtig. Und das ist eben interessant mit den Presets, finde ich sehr, sehr cool. Freue ich mich sehr, wenn die das umsetzen. Und ist nicht mehr so lange weg mit den Presets. Blulet, vielen Dank dafür. Im siebten Himmel bist du, mein Lieber. Bam, Dankeschön dafür. Im siebten Himmel, willkommen auf jeden Fall. Dankeschön dafür, mein Lieber. Bam, vielen, vielen Dank dafür. Im siebten Himmel kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, lieber für den Sub. Dankeschön. Und danke für die Emotes, die ich sogar auch bekommen habe. Dankeschön dafür. Ausrufezeichen, hau ich mal einen Hype raus. Dankeschön dafür, mein Lieber. Dankeschön. Ich glaube, diese Sonderfunktion bei Pony, das sind Wunschgedanken, glaube ich, die da entstehen. Jeder will natürlich das Beste, allerbesten Schiffe, aber das gibt's bei Star Citizen nicht. Wird's auch nicht geben. Das gibt's nicht. Dieses allerbeste Schiff finde ich auch cool, dass es das nicht gibt. Ja, muss ja auch so sein, ne? Dann kommen wir zu, wie gesagt, das Respawn in Fahrzeugen drin, finde ich sehr cool, dass der Preset kommen wird, dass wir uns das aussuchen können, welche Schiffe oder welche Fahrzeuge sind nachher in diesem Schiff drin, welches möchte ich mitnehmen mit meiner Carrick, zum Beispiel den Rover und die Pisces, und dann kann ich sie spawnen und die Schiffe sind dann tatsächlich drin und ich muss das Fahrzeug nicht noch extra reinfliegen oder verladen, um damit dann durch die Gegend zu fliegen. Ich müsste dann sogar noch irgendwo landen, also man muss ja dann runter mit einem Bodenfahrzeug holen und das da reinfahren. Genau, das ist dann alles weg, das fällt weg. Unheimlich wichtig, dass das kommt, ja. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Definitiv. Dann kommen wir noch tatsächlich zu der 600i Exploration Variante, da haben sie sich nämlich auch zu geäußert. Und was ich auch ganz interessant fand bei der 600i, dass sie das ganze Interieur ändern möchten. Ich mache einmal kurz die 600i auf. Wird auch auf jeden Fall Zeit, weil die haben explizit von der Exploration-Variante gesprochen und die wollen sich das so ein bisschen abgucken wie von der 890 Jump. Dass es so ein bisschen ähnlich ist, das Interieur von der 890 Jump zur Exploration, 600i, damit es Sinn macht, wie sie aufgebaut ist, weil wie wir das jetzt alle wissen, ist das Interieur von der 600i nicht schön, aufgebaut, das ist irgendwie alles so unlogisch aufgebaut vom Interieur, das passt alles nicht so richtig, vorne und hinten, und die sind tatsächlich daran, das umzuarbeiten, hat keine Priorität momentan, aber sie arbeiten sogar schon daran, das heißt, sie arbeiten jetzt schon daran, das Interieur von der 600i Exploration umzubauen, wie es am Ende aussehen wird, vielleicht so ähnlich wie bei der 890 Jump. Ich glaube jetzt nicht, dass hier in den Räumlichkeiten groß was ändern wird, dass du da ein komplett neues Schiff erwarten kannst. Nee, das nicht, aber... Ich glaube, dass sie einfach die Assets nehmen, die in der 98 verbaut genau, haben. Genau, richtig. Die Designsprache, die Farbgebung, die Materialien, dass das übertragen wird auf die 600. Aber erwartet nicht, dass das ein komplett anderes Schiff wird von Endos. Die Treppe wird da sein, wo die Treppe ist, und der Raum X wird da sein, wo der Raum X früher auch war. Der sieht halt vielleicht besser aus. Mhm. Wobei ich da sagen muss, das nervt mich immer so ein bisschen an CIG, weil da drehen sie sich immer im Kreis mit sowas, ne? Das können sie auch ruhig mal veröffentlichen und dann sagen, okay, jetzt packen wir uns mal die 600 Ion. Aber die haben ja gesagt, keine Priorität. Ich hoffe mal, dass das dann auch wirklich allerletzte Priorität hat. Sonst werden die ja nie fertig, wenn die ständig Schiffe überarbeiten. Das stimmt, auch ein sehr, guck mal, was für ein geiles Bild von der 600 Ion.
Guck dir das an, wie geil sieht denn das aus? Du bist ja auf dem Planeten, fliegst hier los mit der 600i und du siehst einen riesengroßen Planeten, wo das, wie geil sieht denn das bitte aus? Episch, oder? Also ja, alle Origin-Schiffe sind unheimlich episch vom Design und vom Ausschauen her, aber von der Funktion muss ich mich fragen, warum soll ich mir eine 600 kaufen, wenn ich mir eine Carrick kaufen kann? Momentan bin ich voll bei dir. Also da bin ich voll bei dir. Das ist so ein Ding, wo ich sage, meh, sieht gut aus. Mhm. Origin Jumpworks ist ja laut Lore auch ein deutsches Unternehmen. Tatsächlich haben sie sich designtechnisch auch an BMW orientiert. Mhm. Was man auch deutlich merkt, meines Erachtens nach, wenn ich mir so den i8 anschaue und da halt gewisse Designsprachen dann eben auf die Schiffe übertrage. Aber wie es bei BMW halt auch so ist, ich zahle sehr, sehr viel Geld für den Namen und weiß ich nicht, da kaufe ich mir lieber eine Carrick, die kann das dann auch alles. Mhm. Ja? Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber es ist trotzdem schön, auf jeden Fall. Müssen wir abwarten. Also, du hast einen großen Vorteil bei der 600i Exploration-Variante. Du kannst einen Rover mitnehmen. Du hast High-End, also Komponenten. Du hast richtig hochwertige Komponenten. Und das Geile ist, du brauchst nicht viel Personal für das Raumschiff. Das heißt, du hast eine minimale Crew. Die haben damals auch gesagt, dass die 600i, die kannst du auch optimal mit einem Mann spielen. Das heißt, das ist wirklich noch ein Schiff in 90 Meter Größe, was du optimal mit einem Mann benutzen kannst. Also für Exploration ist das Schiff vielleicht extrem cool, wenn du alleine unterwegs sein willst, wirklich alleine, weißt du, dann kann das schon ganz cool sein, das Schiff. Ja. Könntest du mit der Carrick ein bisschen, da brauchst du vielleicht ein paar NPCs mehr und hier brauchst du vielleicht ein, zwei NPCs und bei der Carrick brauchst du vielleicht ein paar mehr NPCs oder mit einem Kumpel. Ich denke mal, da sind wir wieder bei dem Punkt angekommen, mit wie vielen Leuten möchtest du was machen und die 600i, sag ich mal, die Origin-Schiffe, auch bei der 890 Jump sieht man das so. Wie es auch beim modernen, sag ich mal, Segeljacht ist zum Beispiel, sie sind so getrimmt, damit man, dass man sie gut mit einer minimalen Crew benutzen kann, weil alles sehr, sehr, sag ich mal, automatisiert ist bei den Schiffen, sehr, sehr vieles automatisiert funktioniert. Selbst bei der 890 Jump brauchst du keine große Crew, damit sie gut funktioniert und so ist die 600i auch aufgebaut und das ist vielleicht der Vorteil von der Carrick in der Hinsicht. Sonst hat sie auch nicht viel größere Vorteile, außer in der einen Hinsicht. Naja, gut. Ich meine, wenn ich auf Exploration gehe, ich hätte gerne Med Bay auf der 600i. Ja, ich hoffe, vielleicht kommt ja sowas sogar noch, wer weiß. Dann hätte ich auf jeden Fall gerne noch SCU, weil ich muss mir ja was zu essen mitnehmen. So. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie tatsächlich noch eine Med Bay bekommen wird, die 600i. Das wäre, dann wäre es vielleicht könnt das Sache. Könnte ich mir vorstellen. Nee, kann man sich überlegen, aber so in der jetzigen ist es halt ein kleiner E-Penis, den man sich da kauft, ne? Weil ja, so ein das schönes, stimmt sehr, sehr schönes Schiff. Aber ob man das braucht. Das ist eine andere Sache, klar, ob man es braucht. Also ich finde das Schiff auch sehr cool, aber ob man es braucht, klar. Ich möchte gerne den Origin 400 Exploration, den 400i. Und ich denke mal, diese ganzen Schritte, die werden auch noch gefüllt werden. Es wird eine 400er noch geben. Es wird auch eine 535C geben, My Pony. Diese ganzen Zwischen... Die haben wir auch schon mal von der 400er oder von der 400er haben die sogar schon gesprochen. Oder sogar von der 200er haben die schon eher gesprochen. Und haben gesagt, dass da irgendwann auch was kommen wird. 400er, 200er... sind alles Sachen, wo die sich noch auslassen können und wo Rich noch offene Punkte hat, gar keine Frage. Die werden sie auf jeden Fall noch in irgendeiner Weise auch schließen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird von Origin. Ja, wie gesagt, Origin Jumpex, deutsches Unternehmen, an BMW angelehnt. Also man darf da genau mit diesen Typenbezeichnungen tatsächlich sogar rechnen. Das glaube ich auch. Und wie gesagt, das wird noch ganz interessant werden, weil die 600i Exploration komplett überarbeitet wird vom Interieur. Inwieweit mit 890 Jump angelehnt. Dazu haben sie sich nicht weiter geäußert. Müssen wir uns überraschen lassen, ne? Was da kommen wird. Ja. Hast du sonst noch was, Totti, gerade noch zu diesen Sachen, Informationen, die uns gerade... Luxus Exploration ist die 600er im Moment ja eher so ein bisschen mager, was die Ausstattung angeht. Also sehr viel Luxus, das ist schwierig, aber mager, was die Ausstattung angeht, Exploration-technisch. Aber trotzdem, ich meine, spricht die Origin spricht einfach für sich. Ne? Also das ist einfach ein cooles Schiff. Weil man eben gemütlich durchs Verse fliegen möchte. Ja, das stimmt. Das ist wirklich. Ist ein schönes Schiff, die Origin-Serie, finde ich auch. Was ich auch noch ganz interessant finde, habt ihr sonst noch was zu Origin, sonst will ich zu dem nächsten Schiff rüberkommen. Nö, kann man gerne weiter. Dann haben sie die HAL-C noch angesprochen, tatsächlich. Sie kommen tatsächlich weiter mit der Undock-Mechanik. Das heißt, sie haben schon ein paar Sachen, wo sie quasi Blocker hatten. Da sind die ein bisschen weiter vorangekommen. Wir wissen ja, dass die HAL-C ja schon quasi in-game ist. Oh, Zero, vielen, vielen Dank für dein Raid noch. Wie lieb ist denn das? Dankeschön dafür, mein Lieber.
Bam, vielen, vielen Dank, Posio. Dankeschön dafür. Wir sind mitten noch in den Let's Talk vom letzten Freitag. Wir sind noch mitten im Talk von CRG Live Talk vom Freitag. Da sprechen wir gerade noch drüber. Wir sind gerade angekommen bei der HAL-Serie, bei der HAL-C-Serie. Wie steht es um die HAL-Serie? Was haben wir da noch für Blocker drin? Welche Blocker haben die gelöst? Darüber sprechen wir gerade. Und willkommen an deine Zuschauer, Busio. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für deinen lieben Stream. Dankeschön dafür. Und ich hoffe, dass dein neuer Rechner funktioniert. Ich habe zwischendurch reingelurkt und ich hoffe, dass er nicht explodiert ist. Ich hoffe, dass er explodiert ist. Wow, Wasserkühlung. Sehr cool. Läuft alles bei den Jungen? Er leuchtet zwar fast wie Feuer, aber es ist explodiert. Es ist explodiert? Nein! Nein! Ist nicht explodiert, Gott sei Dank. Chinesische Variante von der H900, okay. Boah, der leuchtet echt heftig. Naja, also ich weiß nicht. Findest du das nicht ein bisschen viel? Oder? Ich umstände heute. Das ist alles abstrahlen. Du hast das jetzt nur, zu Werbezwecken. Hast du das jetzt leuchten lassen? Nee, ich habe gar nichts gemacht und ich denke mal. Hau mal einen Link raus, ich sehe das nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo habt ihr einen Link zum Leuchten? Ach, da wieder hat er einen Clip gemacht, glaube ich. Hau mal gerne raus. Können wir dann gleich nochmal rüber gucken, auf jeden Fall. Sehr cool, aber funktioniert alles? Ich werde jetzt gleich mal einrichten, Windows installieren und so weiter und ich denke, morgen bin ich mit besserer Qualität am Start. Ach, sehr cool. Hier, der Storm Thunder, was mit Containerladung tauschen, was meinst du damit? Die Cargo Grids? Dazu kommen wir gleich. Das wird gleich auf jeden Fall noch so ein Punkt sein. Auf jeden Fall, hier haben wir die HAL-C, die ich ja schon und Rico Black, schön, dass du da bist, Rico. Genau, wir sind jetzt hier im Star Citizen-Universum noch gerade dabei und gucken uns jetzt gerade noch den Live-Talk an vom letzten Freitag. Wir sind die Schiffe soweit durchgegangen und sind jetzt bei der HAL-C-Serie oder bei der HAL-Serie angekommen. Und da haben sie ein bisschen erzählt, warum ist die HAL-Serie noch nicht in-game drin, weil wir wissen ja, dass die HAL-Serie ja schon ziemlich weit fertiggestellt ist. Aber es gibt immer noch Blocker leider. Ein Blocker haben sie soweit so ziemlich schon gelöst. Und das war der Blocker mit der Undock-Mechanik, wo die schon weiter vorgestoßen sind. Der Blocker ist so ziemlich raus. Jetzt haben sie noch Blocker tatsächlich mit den großen Container, dass sie noch nicht angedockt werden können, richtig, aber das ist auch nicht mehr weit weg. Den größten Blocker, den sie quasi momentan drin haben, so wie ich es soweit verstanden habe bei der HAL-Serie, ist der Blocker mit dem dynamischen Grid-System immer noch. Ihr wisst ja, die HAL-Serie, die fährt sich ja auseinander. Ich kann euch das ja einmal ganz kurz zeigen. In dem Bilderchen, da sehen wir das nämlich. Hier sehen wir ja jetzt zum Beispiel die HAL-Serie. Hier sehen wir dieses Gestänge und das wird ja auseinandergefahren, wenn sie sich ausklappt. Und dieses, sag ich mal, dieses Grid-System, dieses agile Grid-System, worüber ich ja schon früher auch schon mal ein paar Mal gesprochen habe, das ist noch der Punkt, wo es quasi ein bisschen wehtut. Das funktioniert noch nicht so richtig. Und da sind sie noch bei, diesen Blocker rauszubekommen. Wenn dieser Blocker draußen ist, dann ist die HAL-C-Serie schon ziemlich dicht dran. Aber dadurch, dass das noch ein relativ hoher Blocker ist, dieses dynamische Grid-System ist, ich denke, es dauert noch. Also ich bin da relativ ehrlich und sag mal, dass es tatsächlich noch dauern wird, oder? Ja, mit Sicherheit. Das ist ja, einer der großen Fragen der Spieleindustrie. Aber vielleicht mit Cargo-Grids, vielleicht versteht es der ein oder andere nicht. Diese Lastspindeln, die da ausfahren, die müssen natürlich unsichtbare Punkte haben, an denen die Container befestigt werden. Und wenn das Schiff weiß und der Server und das Spiel einfach weiß, aha, der Container hängt jetzt da dran. Dieser Ankerpunkt, dieser Cargo Grid, der ist da aber halt nur, wenn diese Spindel ausgefahren ist. Sobald du das Ding wieder zusammenklappst, dann darf der Punkt halt da nicht sein. Und genau daran mangelt es halt jetzt quasi, dass dieser Ankerpunkt mit der Spindel mitgeht und wenn du es zusammensetzt halt wieder, dass der halt dann einfach weg ist. Mhm. Sonst schwebt quasi Cargo ohne Spindel über deinem Schiff, ist auch scheiße. Also das ist da hapert es halt aktuell so ein bisschen. Das ist quasi das Problem, was wir haben, das dynamische Grid-System. Sonst haben die tatsächlich alles schon ganz gut gelöst. Die sind da ganz, ganz gut davor. Sie haben auch Spaß dabei. Also sie waren sehr, sehr positiv eingestimmt. Aber da, wo sie nochmal auf das Grid-System eben, was du gerade sehr gut erklärt hast, Nijax, danke schön dafür. Das wird noch ein bisschen dauern. Und was tippt ihr? Wie lange wird es noch dauern? Ich tippe ein halbes Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass wir nach 4.0 mit 4.1, 4.2 vielleicht die HAL-Serie sehen könnten in Game. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn das SSOCS da ist, die Persistenz da ist, das dynamische Grid-System gut funktioniert, dann steht es der HAL-Serie nicht mehr viel im Wege, oder? Glaube ich auch. Aber man muss sich das, ja. Vorstellen bei anderen Computerspielen. Das hat jeder, der schon länger als 2 Jahre Computerspiele spielt, hat das schon mal erfahren. Wenn ich mich auf einen
keine Ahnung, irgendeinem Spiel auf ein Auto stelle und denke mir, ja, das Auto fährt jetzt los, dann fährt das Auto aber ohne mich los. Ich fahre halt da runter oder wenn ich auf eine Ladefläche setze. Oder all diese der Spielermodel bleibt auf dem Auto, bleibt auf dem Schiff. Da haben wir jetzt mit Star Citizen tatsächlich, das war ja schon eine Riesenhürde, dass du überhaupt so große Schiffe hast, auf denen du dich frei bewegen kannst, obwohl sich das Schiff bewegt, ohne dass du angeschnallt bist. Ne? Mhm. Also das sind eh schon wahnsinnige Schritte. Und ich glaube, da das ist so ein Knackpunkt, die müssen sie nur lösen. Aber ich denke mal, ja, halbes Jahr, ja, glaube ich, wird schon noch dauern. Mhm, denke ich auch, ja. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, dann haben die es. Mhm. Ja, die machen ja eh das. Also ich glaube, die Systeme, die sie da entwickeln, die kannst du auch gut zu Geld machen im Nachhinein. Ne? Willkommen. Machen das schon richtig. Besten jetzt. Vielen Dank auf jeden Fall, Deeper, du hast einen Namen. Ich würde das Spiel mal gerne testen, damit ich weiß. Oh, das ist auf Laptop. Was, erzähl mal, was für ein Laptop hast du? Deep, kannst du mal gerne raushauen. Deeper Raid, kannst du mal kurz raushauen. Was hast du für ein Laptop? Was hast du für Komponenten verbaut, Deeper Raid? Und dann können wir vielleicht darauf eingehen, ob es laufen könnte. Kannst du einmal kurz raushauen, was du verbaut hast in deinem Laptop? Und dann gucken wir uns das gerne an, ob es funktioniert. Momentan kann man das Spiel leider nicht mehr testen. Sag ich mal, das Freefly-Event, was wir vor 2 Wochen hatten, ist leider jetzt vorbei. Dann hättest du das noch testen können, alles. Ich wollte euch einmal ganz kurz nochmal die Game-Mechanik sagen, der Spindel, was das Problem ist. Aber kannst du ja mal kurz reinschreiben und dann gucken wir uns das sehr, sehr, sehr gerne nochmal an, was du da für ein Problem hast mit deinem Laptop oder auch nicht. Vielleicht läuft es ja sogar auf deinem Laptop. Wenn du ein gutes Notebook hast, könnte es sogar funktionieren. Also es gibt Notebooks, die können das schaffen, aber dann brauchst du schon ein starkes Notebook. Und hier sehen wir tatsächlich, dass sie auch schon tatsächlich in-game war, die HLC-Serie. Und das ist das Interessante, was ich euch sagen wollte, seht ihr jetzt. Hier sehen wir jetzt in-game und das ist jetzt quasi, wofür wir das Grid-System, ihr kennt ja jetzt das Grid-System, wenn wir irgendwo was reinpacken, zum Beispiel in irgendeine Stufferer, irgendeine Kiste, dann ist sie an diesem Grid verankert und hier muss das dynamisch sein. Diese Berechnungen, die müssen funktionieren auf dem Server, dass wir ein dynamisches Grid-System haben, wo die ganzen Container sich auch mit verbinden nachher später und das ist eben das ist ein Schwerpunkt, den sie gerade haben, den sie noch nicht so einsetzen können, leider. Müssen wir abwarten. Das ist eine gute Frage, weil ja gerade jemand fragt, ist das die C? Das habe ich mir das nämlich auch. Das ist die C hier. Mhm. Ich glaube, ja, warum steht da immer E86 auf der Seite? Das wäre ja dumm, wenn es eine HLC ist, die sie E86 nennen. Dieses ich hier, mein, ja. Ja, guck mal, wie klein das der Typ da hinten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine C ist. Die C ist größer geworden tatsächlich. Die C ist richtig groß geworden. Das haben sie schon gesagt, dass die C, sie haben nicht gesagt, wie viel größer sie geworden ist, aber die C ist viel größer geworden, wie groß sie mal war früher. Sie ist um einiges gewachsen. Na, weißt du, wie groß das D wird? Ja, ich will das gar nicht wissen, die wird richtig, das ist tatsächlich die C-Variante, die wird richtig groß schon werden. Ja, mir ist kaum. Ja, die ist schon gigantisch. Was man auch hier auch ganz gut sieht und was auch interessant ist, wir sind natürlich jetzt draufgekommen, dass es im Prinzip ja sehr suboptimal ist, was sie da zusammengebastelt und zusammengeschraubt haben, dass jeder einzelne kleine Container da gerendert wird. Was sie machen wollen ist, sie basteln große Container, in denen dann kleine Container verstaut werden, damit du quasi nicht so viel Serverlast hast. Genau, richtig. Da ein paar E's mit rumfliegen, mit abertausenden kleinen Containern, die gerendert und auch ja, die auch auf Physik und an der Hitbox haben. Das ist natürlich unheimlich anstrengend so und darum wollen sie das alles in größere Container verpacken, dann ist halt ein bisschen aufgeräumter und ressourcenschonender. Und da sind ja auch sogar bei, das war doch so ein Ding, genau richtig, gut, dass du das sagst, weil da arbeiten sie nämlich auch gerade, dass so die großen Containers, die kleinen Container werden in großen Container quasi verpackt und das ist auch eine Technik, wo sie gerade auch noch dran arbeiten sogar, genau. Totti, wolltest du gerade noch was sagen? Hm? Ich bin voll bei euch. Okay, wolltest du gerade noch was sagen? Meinst du, die C reicht um eine Orion? Ja, auf jeden Fall C, D, E. Da geht es auf jeden Fall richtig, da bist du schon gut dabei mit der C. Wenn du eine C hast, dann wirst du die Orion schon sehr, sehr gut supporten können, sie auf jeden Fall. Ja, ja, wir haben ja mal grobe Berechnungen angestellt. Ich glaube, die Orion wurde damals mit 16.000 noch irgendwas SCU beworben. Also nicht SCU in Form von Schraubenschlüssel, sondern eben dieses reine Erz, was in diesen außenliegenden Containern verstauen kann. Mhm. Das wäre nach dem heutigen System durch 4 bis irgendwo bei 8.000.
Die HC hat meines Erachtens nach dem alten System 4000 Cargo, also 4000 SCU geteilt durch 4 wären ungefähr 1000 SCU. Kannst du das ausrechnen? Also entweder, wenn das so Bestand hat, dann machst du eine Ryan 4 HCs leer oder halt dann eine HD. Genau. Und das ist schon super Support auf jeden Fall. Da kannst du schon zwischendurch richtig gut die Orion supporten. Also HC, finde ich, ist schon ein richtig gutes Supportschiff für die Orion. Und hier sehen wir nochmal die Größe. Ne? Hier sehen wir tatsächlich einen Mensch, wie groß sie ist. Ne? Also die ist wirklich, wird, ist echt schon groß geworden. Also die ist wirklich schon nicht das mehr so klein. Ein stolzes Schiff, ja. Das ist halt ein Cargo-Roller. Ne? Der macht halt nichts anderes, aber das macht er gut. Richtig. Ja. Fällt euch sonst noch was zu HC ein, was sie gesagt haben? Nee. Der Malafazio schreibt hier gerade, kommen die an Außenposten? Nee. Ja, wenn die Außenposten quasi im Weltall sind, dann schon, aber beladen können die nicht landen. Das ist bei der C Schluss. Die A und die B kann das. Die B weiß ich gar nicht. Ja, doch, die B soll es auch noch können. Wobei, haben sie uns so verkauft damals, ist aber nicht sicher, ob das, wie sie das machen wollen. Aber sobald die Spindel ausgefahren ist, ist ab der C-Schluss. Das heißt, die kann in diesem zusammengeklappten Zustand, kann die landen. Kann auf richtig, genau. Alle. Halt die, I, ja, genau. Alle. Wobei, man natürlich muss man jetzt, wenn man das anguckt, nach dem neuen Flugsystem, die haben halt keinerlei VTOL-Thruster. Auch haben die halt keinerlei Flügel. Also es sind im Prinzip, ja, was ist denn das? Ein großer Besenstiel halt. Das ist so. Ja, richtig, genau. Also sie kommt schon, genau, runter. Ne? Also wenn sie fällt, dann fällt sie richtig. Deswegen kann sie wirklich nur zusammengeklappt irgendwo landen, sonst gar nicht. Also sobald die auseinandergezogen ist, sogar noch mit Containern dran, würde sie quasi in der Stratosphäre spätestens zerbrechen, glaube ich. Ja. Ich glaube auch, dass, also um eine Atmosphäre wieder zu verlassen, selbst genau, den zugeklappten Zustand, ich glaube, da wirst du ein Tuckship brauchen, also hier die Argo CRV oder sowas und andere Schiffe, die da vielleicht noch einmal dichter rauszieht. Weil das Ding ist halt, das ist ein LKW. Das fährt halt, eigentlich kein LKW, eigentlich ist es ein Zug. Man kann sich das eher so wie ein Güterzug vorstellen, der stur von A nach B fährt. Ja, richtig, genau. Und da ist kein, du kannst vielleicht mal runter, aber das überlegst du dir, ob du das dann machen willst. Ja, so. Muss ja nicht sein. Machen, aber musst du nicht. Deswegen geht es ja orbitale Großraumstation später. Und diese orbitale Großraumstation sind ja direkt dafür da, dass genau, du denn da entlanden kannst. Und genau, Slinky, wo du das gerade sagst, die HC wird wahrscheinlich 1150 haben. Genau diesen Wert wieder. Das, was wir jetzt alles haben, zum Beispiel bei der HD und bei der HE, das einmal geteilt durch 4. Und da habt ihr ungefähr die Frachteinheit, die ihr, mit der ihr wirklich rechnen könnt. Einmal die ganze Frachteinheit, die ihr jetzt habt auf der Spec-Seite, die einmal durch 4 teilen, dann habt ihr ungefähr die Frachteinheit, die ihr vielleicht später haben wird. Mit 1150, Slinky, das kommt schon sehr gut hin. Richtig, genau. Ja, klappt, Drache, die haben halt früher, also ganz alte Schiffe, die noch früher verkauft worden sind, die haben wesentlich höhere SCU-Einheiten, weil die mit diesem Cargo-System, also mit diesem Crappy Hands oder wie das geheißen hat, dass du wirklich eine Box physisch irgendwo hinstellst, sind die draufgekommen, das kriegen die gar nicht so gemacht. Deswegen gibt es so diesen Umrechnungswert, diesen Faustwert, dass man eben sagt, durch 4, dann kommst du ungefähr so auf das jetzige SCU Cargo Level. Das ist ein bisschen tricky und ich finde es auch ungünstig, dass sie es nicht umbenennen, weil man ist sich da halt nie sicher. Aber man kann jetzt ungefähr sagen, seit, sagen wir mal, 2 Jahre ungefähr, also alles, was die letzten 2 Jahre gekommen ist, hat schon den neuen SCU-Wert, den brauchst du nicht. Ja, genau, richtig, da kommt das ziemlich hin. Nicht mehr teilen. Aber alles, was so älter ist, was also hier wirklich alt ist, da lohnt es sich nochmal durch 4 zu teilen. Ich guck mal ganz kurz, wegen dem Fleet-Commander. Du wolltest gucken, was hier halb B hatte oder was, irgendeiner hat hier gerade was reingeschrieben. Ist das Semi? Nee, das ist nicht Semi. Nee. Das ist Niax. Das ist hier Eis. Also früher hieß er mal Eis. Jetzt haben wir ihn auf Niax umgetauft. Und der ist öfters bei uns hier. Der hat hier jetzt eine kleine Rolle schon richtig eingenommen. Aber das ist nicht Semi. Nee. Nein. Nee. Ich glaube, ich bin einfach nur ich. Und genau, er ist. Genau. So, Dille, dann gucken wir, was wollten wir haben? Halb B wolltest du gucken. Wie viel könnte die haben später? Wenn wir uns hier die Halb B angucken, die hat jetzt 384. Dann rechne mal mit knapp über 100. Mehr wird die nicht haben am Endeffekt. Aber das ist viel. Wie das, für die Größe des Schiffes, für 50 Meter, ist das 120 oder was sie haben wird, relativ viel nachher. Das ist schon nicht so schlecht.
Ja, da weiß ich nicht, weil die Max hat ja schon 120. Mhm. Also da mit der B bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ein bisschen mehr, ne? 150. Ja, ich glaube, dass die müssen mehr haben als die Max, weil sonst macht ja die B überhaupt keinen Sinn. Das stimmt, ja. Also ich glaube, bei der wird schon ungefähr, die 400, die werden schon hinkommen. Aber was die uns halt früher gesagt haben, ist die A und die B, die sollen auch im beladenen Zustand auf einer Atmosphäre oder auf einem Planeten mit Atmosphäre landen können. Jetzt, wenn man sich die aber anschaut, bei der A ist es so, dass da nur ein Container quasi zwischendrin ist. Mhm. Da lass es mal eingehen. Aber bei der B, die hat schon vier davon. Also angeordnet wie hier die E, die C oder die D in diesem Kreuz. Ja, die haben gesagt, dass bei der B, die haben sogar erzählt, wie das funktionieren soll mit dem Landen trotzdem noch. Das Landing Gear ist länger wie das, was unten angesiedelt ist an Containern. Das heißt, okay, das Landing Gear sollte theoretisch später länger sein, wie die Container, die hier drunter, also wie die Spindel selber so gesehen. Das sieht bestimmt ganz wunderhübsch aus. Das ist eine andere Sache, darüber sind die nicht eingegangen. Die haben nur gesagt, dass sie das über das Landing Gear regeln wollen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das sieht bestimmt kurios aus. Ja, da müssen sie was einfallen lassen. Deswegen haben wir sie bestimmt auch noch nicht in den Spielen. Naja, das denke ich auch, ja. Nee, ja. Die Herkules wird sich nicht ändern. Die Herkules ist eben schon mit der neuen Cargo-Berechnung. Genau, richtig. Worden. Ja. Die Herkules kommt hin. Ich kann es nicht genau sagen. Nimm mal so 2 Jahre als Faustwert. Da muss man sich, wenn man sich für ein Schiff interessiert, muss man sich gucken, war da konzeptuell die letzten 2 Jahre oder zuvor? Und alles, was zuvor war, sagen wir mal, jetzt haben wir 2019, alles, was vor, ja, 2017, Ende 2016, Anfang 2017 war, hat eben noch die alte Cargo-Berechnung. Da geht es durch 4. Grober Wert durch 4. Genau, dann kommt das hin. Wie gesagt, ihr könnt einfach alles mit den alten Schiffen einmal durch 4 teilen. Dann kommt es grob hin. Zum Beispiel 890 Jump, 1600 auf 500 so gesehen. So Pi mal Daumen immer. Das ist ein guter Wert, mit dem ihr wirklich rechnen könnt durch 4. Dann habe ich das nächste Thema, wenn wir jetzt von der Hall. Habt ihr noch was zu Hall? Totti, möchtest du noch was zu Hall sagen? Oder in den Chat habt ihr da noch Fragen? Sonst würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen rübergehen zu den zu einem anderes Thema. Ja, zu den Projektilen. Ja, ich habe nichts mehr zu erzählen. Okay, alles dann. Gut. Nö, ich habe jetzt auch gar nichts. Dann gehen wir mal rüber zu dem nächsten Thema. Das sind Projektile. Also Projektile, wenn wir soweit sind, ist das ein sehr, sehr interessantes Thema, worüber wir nochmal eingegangen sind. Weil jedes Projektil ist ein eigenes, sage ich mal, Item nachher in-game. Das heißt, jedes Projektil wird selber berechnet. Die Flugbahn von jedem Projektil wird berechnet. Die Aufprallenergie, die das Projektil hat, wird berechnet. Der Schaden, der dadurch entsteht, die Schadensberechnung von jedem Projektil soll auch einzeln berechnet werden, was total krass ist. Denn kann es ja tatsächlich sein, dass ein Projektil die Hülle durchbricht. Das wird auch nochmal von jedem Projektil einzeln berechnet. Und dann geht die Berechnung weiter, was ich total krass finde. Dann wird es tatsächlich noch berechnet, wenn das Projektil durch die Panzerung durchgebrochen ist, durch das Schild durch ist, durch die Panzerung durch ist, vielleicht sogar eine Komponente kaputt geht. Wenn die Komponente kaputt geht, was dann alles bei dem Schiff noch ausfahren kann. Und das ist natürlich krass. Wie wird der Netcode damit zustande kommen? Wird der Netcode das schaffen? Und das, was sie sich da vorstellen, was sie so erzählt haben in den Star Citizen Live am Freitag, kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. Ich finde, das, was sie so erzählt haben, das könnte schon zu viel sein, des Guten. Dass ein Projektil, dass da zu viele Berechnungen stattfinden nachher auf dem Server. Und ich bin gespannt, wie der Netzwerkcode damit zurechtkommt. Meint ihr, das wird gut gehen? Das wird krass werden, oder? Ja, also ich weiß auch nicht. Ich bin da sehr skeptisch. Ja. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Ich fand das ganz interessant, was sie gesagt haben zu den Projektilen. Deswegen wollte ich das auch nochmal ansprechen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema mit den Projektilen, dass jedes Projektil einzeln die Laufbahn berechnet wird, die Energie, die berechnet wird, der Schaden, der berechnet wird, dass die Komponenten kaputt gehen könnte durch das Projektil im Schiff, dass das auch berechnet wird. Ist schon auf jeden Fall krass, was sie da vorhaben. Und auf jeden Fall kannst du das Spiel auch spielen, wenn dein Englisch nicht so gut ist. Es gibt sehr, sehr viele Spieler oder Streamer oder auch, sag ich mal, Guides auf YouTube, die das Spiel auf Deutsch, die das Spiel dir nahe bringen, wie was funktioniert. Und ich denke mal, da kann man schon viel machen. Da, wenn du auch jetzt nicht der perfekte, sag ich mal, Englischlesender bist oder englischsprachig bist, kannst du trotzdem relativ gut mit dem Spiel klarkommen später. Ich denke, ich würde dazu sagen, ja, das wird funktionieren. Und ehrlich gesagt, wenn das Spiel nachher irgendwann soweit ist, wird es auch auf Deutsch auf jeden Fall auch umgesetzt werden. Ja, das haben die schon gesagt. Und das soll auf jeden Fall auch alles nachher
auf Deutsch umgesetzt werden, wie auch auf Spanisch und Französisch, ist auch ein Punkt. Das haben die schon gesagt, das Spiel wird es auch auf Spanisch und Französisch geben. Das heißt, in der näheren Zukunft wirst du auch irgendwann, wenn das Spiel einen bestimmten Status hat, wird es auch auf Deutsch übersetzt werden. Dann kannst du damit auch ganz normal spielen. Auch wenn du nicht so gut Englisch kannst, solange sind die Creator auf jeden Fall auch bei dir. Also zum Beispiel meine Wenigkeit oder auch zum Beispiel auf YouTube, wie gesagt, gibt es viele, viele schöne, Guides, die von Englisch auf Deutsche übersetzen und umgekehrt auch. Oder auch an andere Sprachen, dass man da sich nachlesen oder schlau lesen kann oder eben schlau gucken kann. Also schließt man sich eher am besten mit irgendjemand zusammen. Das macht man mit Kumpels oder in einer kleinen Org oder sowas. Genau, da findest du überall Hilfe. Ich glaube, keine Gaming-Community ist so aufgeschlossen, so tatsächlich auch freundlich wie die Star Citizen-Community. Muss man echt sagen, das ist wenig Toxisches. Das kommt meistens von außen. Also die Leute, die sich dafür interessieren und dafür wirklich Zeit und Geld investieren, die sind alle schon, das ist ja ein cooler Haufen eigentlich. Da findest du sicher jemand, der dir das erklärt. Du musst mich dann anwispern, das heißt, du klickst dann auf meinen Namen rauf. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt hier was rein, Test. Und du klickst jetzt auf meinen Namen rauf, zum Beispiel Fexi. Da klickst du rauf und dann kannst du mir direkt was anwispern. Und dann kann ich das lesen, Lux. Oder über Discord. Du kannst das auch sehr, sehr gerne über Discord machen. Ausrufezeichen Discord. Kannst sehr gerne auf unseren Discord reinkommen und mir über den Discord sonst auch eine direkte Nachricht schicken. Discord lese ich eigentlich relativ oft. Also im Discord bin ich sehr, sehr aktiv. Im Discord könnt ihr mich oft antreffen. Eigentlich mehrmals am Tag bin ich im Discord drinne. Was liegt auch am Alter? Ich hau dich gleich. Sanda, nicht Spaß beiseite. Was? Du hast die alte halt 10 neben der neuen, ne? Ja, ach so. Gut, der ist echt ganz schön aufgebieft, ne? Wie viel Geld investiert man in das Spiel? So viel, wie du gerne Star Citizen, sage ich mal, unterstützen möchtest. Du kannst den ganz normalen Starter-Package holen, das langt voll und ganz aus. Hol dir am besten das Mustang-Starter-Package mit der Mustang drinne, dann bekommst du momentan die Aurora dazu, plus eben deine Mustang, dann kannst du schon sehr viel machen in-game, dann kannst du es vielleicht upgraden zu einer Avenger Titan, dann kannst du eigentlich alles Mögliche machen, aber im Großen und Ganzen musst du jetzt nicht viel Geld investieren in das Spiel, es sei denn, du möchtest Star Citizen weiterentwickeln, unterstützen, als Unterstützer-Gedanke quasi, kannst du dann mehr Geld investieren. Das ist dann jedem selbst überlassen, sage ich mal. Also um es vollumfänglich spielen zu können, reichen 40 Euro knapp aus. So. Damit kannst du, das war's. Hast du sofort Zugang zum PTO, kannst spielen, kannst auch später spielen, es ist kein monatliches Bezahlmodell. Es ist auch kein Pay-to-Win, wie der ein oder andere Knecht vielleicht behaupten mag, der sich nicht viel damit beschäftigt hat. Also 40 Euro reicht ja komplett. Genau, mit 40 Euro bist du eigentlich schon gut dabei. Genau, wollten wir noch was, haben wir noch sonst ein Thema zu den Projektieren? Oder fällt euch da noch was ein? Ne. Ich meine, es wird halt dann interessant, wenn das Schadenssystem geändert wird, aber bis dahin, genau. Ne. Aber es ist schon krass, was sie mit den Projektilen machen möchten. Bin gespannt, ja, wie das mit dem Netcode umsetzen wollen. Das wird wirklich interessant, glaube ich. Ne? Hm, ja, aktuell haben wir einen Ping, glaube ich, auf jedem Server von 250 Millisekunden. Mhm. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen mäh. Siehst du dann, wenn die Leute an dir vorbei, also nicht in Schiffen, aber man sieht es halt, wenn sie an dir vorbeilaufen auf irgendwelchen Stationen. Später brauchst du natürlich dann schon einen besseren Ping, um das dann wirken zu lassen. Mhm. Es wird halt interessant, jetzt haben wir ja noch diese Damage-Pinatas, das heißt, ich schieße einfach stur Schild runter und dann einfach Hüllenpunkte runter. Aber später ist es dann schon cool, wenn du Löcher reinschießen kannst. Ja, richtig, genau. Und dann gehen die Komponenten kaputt, das ist geil, ja, ne? Mhm. Ja, ja. Und das ist halt dann auch viel Skill-basiert. Aber da muss man, glaube ich, so ein Stück weit aufpassen, dass man da dass man die Kurve kriegt, das kann CIG, aber da müssen sie wahrscheinlich auch ranfliegen, eben die Kurve zwischen zu arcade-lastig, also zu einfach und zu schwer. Mhm. Aber da müsst ihr den richtigen Weg finden, ja, richtig. Und da bin ich gespannt. Ja. Genau, richtig. Hey, Victor, grüß dich. Nachdem ich bei Eve, bekommen, haben wir SC Unterstützung, kann ich sagen. Das SC-Community ist die freundlichste. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Victor, dafür. Das stimmt, also die SC-Community ist wirklich sehr, sehr freundlich, das denke ich schon. Weil die EVE-Community kenne ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da könnte Toddy jetzt mehr sagen, weil Toddy hat ganz, ganz viel EVE gespielt. Aber ich denke, Morddrohung ist schon auf jeden Fall darüber, das mag ich gar nicht aussprechen, ehrlich gesagt. Das ist schon krass. Wow. Das ist ja krass. Das tut mir, also Victor ist, also wow, okay.
Victus, das lese ich nicht gerne, was du da gerade schreibst, muss ich zugeben. Das ist wirklich traurig, ehrlich gesagt. Knief. Das geht ja gar nicht, ey. Na gut, jetzt rieche ich mich schon auf, blick's auf. Egal, schön, dass du hier bist, Victus. Freut mich total. Willkommen bei uns und das ist auf jeden Fall, liest man sowas nicht gerne. Und schön, dass du hier bist, Victus. Das Star Citizen spricht halt auch einfach einen erwachsenen Spieler an, ne? Oder einen erwachseneren Spieler. Ist vielleicht ein Call of Duty oder ein Fortnite oder was, der Geier was. Kannst du was dazu sagen, Toddy, zu der EVE-Community, wie das da abläuft? Ist das echt so krass? Also ich habe die EVE-Community jetzt auch nicht negativ erlebt, ne? Also es gibt, sicherlich gibt es da auch Trolle und Honks, denen man aus dem Weg geht oder die man noch nicht kennenlernen möchte. Aber ansonsten so, das, was ich erlebt habe, war auch eben da immer so, dass man sich auch in der eigenen Orga und Vereinigung da super geholfen hat. Und man auch während der Kriege jetzt mit anderen Organisationen und gerade im Nullsektor, wenn da ja wirklich auch verbittert gekämpft wurde um verschiedene Sektoren, ging das immer alles doch gentlemanlike zu. Man hat versucht, das alles auszunutzen, so sehr wie es ging. Ja, jetzt auch, wenn das Schiffe technisch und ladenstechnisch und so, wurde natürlich alles ausgelotet, soweit wie es ging. Aber es war jetzt nie so, dass man sagt, ich drücke da mit einem oder was oder. Also, Victus, vielen Dank für dein Follow. Habe ich so noch nicht erlebt. Oh, möchte krass. Ich auch nicht. Haben aber schon mehrere erlebt. Guck mal, vielleicht hat sich Eve auch so weit gedreht. Guck mal kurz, Toddy. Zum Beispiel Flame hat auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und Baba Papa, krass, wegen Negativerfahrungen aufgehört mit Eve und krass, okay, wow. Hat sich wohl ganz schön was geändert, vielleicht sogar. Und Victus, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deinen lieben Follow. Dankeschön dafür, dass du hier bist, mein Lieber. Dankeschön. Hallo, was ist das für die Seite? Das zeige ich. Ich kann dir gerne die Seite mal schicken. Dann kannst du gerne da mal reingucken. Das ist die Seite, über die ich mir immer die ganzen Schiffe angucke, weil die relativ aktuell ist. Warum habe ich diese Seite auch gemacht, der Starfleet Gemini? Ganz einfach, sie möchten nämlich auch in nähere Zukunft tatsächlich auch, dass man sehen kann, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Starfleet Gemini habt, die ja eine größere Rüstung hat wie die normale Starfleet, die ist ja quasi nicht so gut gepanzert wie die Starfleet Gemini, die ist ja quasi militärisch aufgepeppt, deswegen ist es eine militärische Starfleet und diese Gemini-Variante, da werdet ihr auch nachher die Panzerplatten sehen können, äußerlich. Und das finde ich so cool, dass sie das nochmal drauf angesprochen haben, weil darüber haben wir schon so philosophiert, warum sehen die Starfleets gleich aus am Endeffekt, außer die Farbe eben, der Skin so gesehen unterschiedlich ist. Nein, die Starfleet Gemini wird zum Beispiel nachher noch angepasst werden, dass du da mehr Panzerplatten siehst und das fand ich auch sehr, sehr cool, dass sie darauf nochmal eingegangen sind, dass sie das ändern wollen, finde ich sehr, sehr cool. Terminal sollte auch weniger internen Cargo haben, ne? Aktuell genau, richtig. Cargo. Auf jeden Fall. Also der Cargo wird sich dann auch nochmal ändern, sobald die das andere angepasst haben. Wird die vielleicht sogar auch anders sein, von drin auch ein bisschen anders aussehen, ja. Denn, genau, zum Beispiel auch mit der M2, wenn wir nachher die Herkules-Serie da haben, mit der M2 und mit der C2 ist das natürlich auch eine Sache, dann wird die M2, die wird ja die wird auf jeden Fall besser gepanzert sein, ich werde die einmal kurz aufmachen, ich werde einmal kurz hinspringen, so, Herkules. Wenn wir uns die Herkules-Serie auch mal angucken, da haben wir hier die M2, die C2, die zivile Variante und die M2, dann werden wir nachher bei der M2 auch nachher die Panzerung auch sehen, weil sie eine stärkere Panzerung hat, eine Außenpanzerunghülle hat, werden wir auch hier die Panzerung nachher später sehen, optisch gesehen auch. Nicht nur so sehen auf dem Datenblatt oder dass sie da eine stärkere Panzerung hat, wir werden es auch nachher optisch sehen, die Panzerplatten. Das finde ich ganz cool, dass sie das umsetzen wollen. Ich habe die Gemini als Lohner für die C2, finde ich... Aber doof, so Caterpillar wäre besser. Ja, das kann ich mir vorstellen, mein Pony. Ach, wobei, ich mag die Staffer sehr, sehr cool. Ich mag beide cool. Aber ich finde die Caterpillar auf jeden Fall auch cooler von als Lona her. Finde ich cool. Aber vielleicht ändern die das ja nochmal. Die Lona-Liste wird ja manchmal gedreht. Aber die Staffer sind schon echt coole Schiffe, ne? Also, und du hast so viele Möglichkeiten später mit dem Schiff. Das ist interessant. Interessanter als der Caterpillar, wenn du mich fragst. Aber nachher später auf jeden Fall, ja. Der ganzen Treibstoffmechanik, da kannst du da Cargopods ranlegen, du kannst da Minenmodul ranlegen, also es gibt ja eine Minenleger-Variante von der Starfleet und. Was, ja genau, du kannst nachher, was war der Starfleet? Du kannst nachher, wenn du nachher, Warte mal.
Guck doch mal die Stuff oder was. So. So, wenn wir uns jetzt die Gimmie nochmal angucken, dann sehen wir hier eben diese. Warte mal, wenn ich jetzt hier auf Bilder gehe, ne? War das unter Bildern zu sehen? Nee. Schade, warum sind hier nicht mehr Bilder drin? Warte mal, weil du. Ich hab gedacht, dass man das sehen kann. Es geht auch die normale. Das ist ja egal eigentlich, welche du nimmst. Ah, hier sind mehr Bilder drauf, genau, richtig. Und hier sehen wir, worauf ich reingehen wollte, sind diese Tanks, die hier dran sind. Und diese Tanks, die kann man nämlich nachher abbauen. Und als statt diese Tanks kannst du nachher Container mitnehmen. Das heißt, du kannst auch mehr Fracht mitnehmen. Oder du kannst eben, was du auch gesagt hast, das mal aus dem Minenleger machen. Das heißt, du kannst hier diese ganzen Tank abnehmen und dafür nachher eine Aufhängung anbauen für ein Minenlegerschiff. Das heißt, du kannst aus der Staffler Gimini auch nachher einen Minenleger machen, was eigentlich eine sehr, sehr cool ist auf jeden Fall. Also die hinteren sechs, das sind da die ersten zwei, die größeren, die am Schiff dran sind vorne. Das ist die Raffinerie, genau. Die Raffinerie-Pots, ja, die glaube ich, genau. Bleiben, aber die sechs an diesen Auslegern, die kannst du wechseln. Mhm. Das finde ich ganz cool umgesetzt. Jedenfalls eben, was ich dazu sagen wollte, dass es tatsächlich so ist, dass man die Panzerung auch nachher optisch sieht. Das ist hier die Raffinerie hier vorne, diese großen Dinger hier. Genau, ja. Und was eben ganz geil ist, dass man die auf jeden Fall nachher abbauen kann. Und das Schiff wird nachher sehr, 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 ich glaube, das kann auch Toddy von der Lore her bestätigen, die Staffler wird sehr, sehr modular nachher einsetzbar auch sein, ne? Mit den ganzen Funktionen, die sie hat, ne? Von der Lore-Geschichte her. Naja, weil die hat auch eben diesen vorne, diesen Tool-Ansatz, ne? Wo du sehr viele verschiedene Werkzeuge anbringen kannst. Du meinst in der Nase diesen genau, diesen Einlass ist so ein modularer Tool-Aufbau und da sollst du sehr verschiedenste Werkzeuge zu bekommen, wo du die dann nachher mannigfaltig eben nutzen kannst. Mhm. Also wie das am Ende umgesetzt wird und was alles wirklich daraus wird und was man damit machen kann, ist noch offen. Aber es hieß mal, es wären bis zu 50 Sachen sein, die man da anbringen kann, die dann eben unterschiedliche Funktionen haben. Mhm. Ja, das ist noch so ein altes Verkaufsargument, glaube ich. Da muss man ja, schon müssen wir mal schauen, ja. Gehen hier in Richtung, nicht, die bauen eigene Varianten dann, bevor die auch, schon. Ich denke auch nicht, dass es so viele sein werden. Ne? Aber vielleicht 2, 3 oder 5 Aufsätze, je nachdem, weil die soll ja schon verschiedene Funktionen haben können. Ne? Man soll ja eben auch verschiedene Treibstoffe damit generieren können. Ja, was vielleicht ganz interessant ist, was die wenigsten wissen, du hast da einmal Quantum Fuel und du hast einmal das Normale. Ja, richtig. Und das Normale, das ist, glaube ich, Wasserstoff. Und das ist hinten in diesen Containern drin. Mhm. Und das, glaube ich, kannst du auch bei der Gemini, weil die Gemini tauscht ja diesen Saugrüssel gegen die Raketen. Genau, die Gemini hat hier ja quasi den Raketenlancher vorne drin mit den Zeiss 3 Raketen und den kannst du auch tauschen wieder gegen dieses Einsaugsystem für die Gase, ne? Da kannst du, bist du flexibel. Aber die können, also ich weiß, das ist eben genau das. Beide Schiffe können irgendwas einsaugen. Ich glaube, Wasserstoff können beide, aber Quantenfuel kann dann nur, wenn du vorne nicht das Raketenmodul drin hast. Quantenfuel kann gar keiner, kann eigentlich, also laut der letzten Aussage, kann die Staffler kein Quantum-Treibstoff herstellen, gar keine Vision. Weil dadurch, wenn du Quantum-Treibstoff herstellen willst, brauchst du Mining-Laser. Ja, genau, dafür brauchst du nämlich ein Mining-Schiff mit dem speziellen Laser dafür. Genau. Also, es wird auch kein Laser sein. doch, es wird schon Laser sein, weil dieser Quantum Fuel soll ja aus Gestein herausgelöst werden. Das ist ein Kristall, halt, glaube ich, ist das so richtig, genau, ne? Kristall. Mhm. Und der ist aber sehr explosiv, also der ist sehr riskant, dieses Bam! Kann ich dann quasi mit meiner Starfarer zu meiner Orion fliegen und die veredelt mir das dann an Ort und Stelle? Das ist genau richtig, das so wäre eine Idee. So wird's aussehen, ja. Das einmal ganz kurz zu Desperado. Vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe die gerade durchgelesen und das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also du wirst auf jeden Fall damit Star Citizen spielen können. Ich werde dich auch nachher nochmal anschreiben und dir zurückwispern, wenn du das noch hören solltest, Desperado. Das passt. Du kannst dein Notebook locker nehmen und da wird schon Star Citizen gut drauf laufen können. Mach dir keine Sorgen, das wird gut funktionieren. Dein Notebook ist schon ein richtig geiles Notebook. Das wird sehr gut funktionieren. Mach ich mir gar keine Gedanken.
Was ich hier jetzt noch rausgesucht habe von der Starfarer, hier sehen wir nochmal die Module, die sie anbauen kann, ne? Zum Beispiel, wo sie Tankmodule getauscht wurden denn. Das ist das Cargo-Modul da hinten, ne? Mhm. Und guck mal, da wurde aber auch alles getauscht. Guck mal, selbst die der 1, 2, 3. Ich da drum, du machst das, was am besten kannst. Kaffee kochen. Butzko, vielen Dank, Butzko, für deinen Twitch-Prime im dritten Monat. Dankeschön für deine liebe Unterstützung. Und vielen Dank fürs Schieren der Emotes. Dankeschön, dass du da bist. Vielen Dank, Bam, im dritten Monat. Dankeschön, mein lieber. Nabend. Genau, das ist halt auch das was die Starfire so viel interessanter macht als eine Caterpillar, ne? Mhm. Deswegen. Kommt darauf an, wie viel du da reinpacken kannst, aber diese externen Cargo-Bots sind schon interessant. Sind schon interessant, auf jeden Fall. Deswegen ist die Starfire schon cool. Das ist ja das, was wir jetzt demnächst auch besprechen wollen. Wir machen ja einen neuen im Blog, sage ich mal. Und dieser Blog nennt sich Pimp My Fleet. Und da werden wir genau solche Sachen tiefer nachher besprechen. Genau solche Sachen, die wir jetzt gerade so durchnehmen. Und das ist jetzt eine Momentaufnahme, die werden wir nachher noch tiefer besprechen, solche Sachen. Und Tuskin, vielen Dank dafür, dass du das Abo verlängert hast, was du von Nixi geschenkt bekommen hast, Tix. Tuskin, Dankeschön dafür, vielen Dank auch Tuskin an dich für den lieben Support. Dankeschön dafür, haut mal alle ein Ausrufezeichen Love einfach mal raus. Vielen Dank für den lieben Support an dieser Stelle. Dankeschön dafür, lieben. Ich habe ja auch die C2 Starlift auf meinem Pony. Ja, ich freue mich da schon auch drauf. Oh ja. Aber die Starfire ist schon noch... Ja, die kann halt auch noch was. Deswegen gebe ich die nicht so gerne her. Die Starfire Gemini, ich kann sie einfach nicht rausrücken, weil ich die Starfire Gemini so cool finde und weil ich ja mich nachher auf Transport spezialisieren möchte, möchte ich gerne die Starfire Gemini haben und die M2 zum Beispiel. Ich möchte am liebsten beide haben, weil die beide wieder in gänzlich unterschiedlichen Einsatzgebiet haben. Ja. Kevin, schön, dass du da bist. Grüß dich, mein lieber Nabend. Was du halt mit der Starfire nicht hast, ist... Also der größte Nachteil, den ich sehe, ist halt einfach ein fliegender Backstein. Du kommst halt schwer auf einem Planeten runter. Ja, runter kommst du relativ zügig, aber rauf kommst halt sehr, sehr schlecht. Und dann halt natürlich die Herkules. Das ist natürlich genau das Steckenpferd der Herkules-Reihe, weil die halt, ne, ja, die sind halt dafür konzipiert, rauf, runter. Das hat dann nochmal eine andere Baustelle. So. Das stimmt. So, Dille, weiter geht's. Weil ein bisschen haben wir nämlich tatsächlich noch vor uns. Echt? Ja, echt. Ich habe da alles rausgezogen. Echt was Interessantes. Jetzt kommen wir nämlich zu den Tevarin-Schildern und des Verlangschildes. Genau, was interessant war zu diesen Tevarin-Schildern, werde ich auch mal kurz die Pro dazu aufmachen. Das passt dazu. Sie haben nämlich tatsächlich nochmal von den Tevarin die speziellen Schilder angesprochen, was auf jeden Fall auch interessant ist, weil die Tevarin, die haben ja eine Technologie, das nennt sich ja das Verlangschild, die ja auch in der Prola quasi gefunden wurde, die Technologie von der Lore-Geschichte her. Und dieses, sage ich mal, was auch die Banos benutzen. Die Banos benutzen nämlich auch dieses Verlangschild. Und was interessant ist, das wusste ich selber auch nicht. Das Verlangschild, das muss geschwenkt werden, das wusste ich schon, in bestimmten Ausrichtungen. Und das Verlangschild, das kann sich verhärten. Nochmal, das ist sehr, sehr interessant, kann sich nochmal verhärtet werden für einen bestimmten kurzen Zeitraum, dass auch keine Projektilgeschosse durchkommen. Hoch dir in der Wochenende. Jo. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön dafür. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ich habe das gar nicht mitbekommen, wer das war. Dankeschön dafür, weil ich gerade am Erzählen war. Wer war das? Alter, was passiert denn jetzt alles hier? Vielen Dank für den lieben Support, ihr Lieben. Dankeschön für den coolen Support. Ich muss gleich mal nachlesen, was hier überhaupt passiert ist. Und dann kommen wir gleich zum Verlangschild. Vielen Dank für dein Follow, Mr. Jim Gunn. Dankeschön dafür, Mr. Jim Gunn. Dankeschön für dein lieben Follow. Vielen Dank und willkommen bei uns. Oh, guck mal, Mr. Jim Gunn, SCM. Vielen Dank für die ganzen Follows, die noch reingetudelt sind. Vielen lieben Dank für die Unterstützung, ihr Lieben. Genau, was interessant ist bei dem Verlangschiff, bei der Prola wurde es ja gefunden, per Lore von den Tevarin, das Schiff. Und das ist interessant, dass es geschwenkt werden muss in eine Richtung. Dann kann das Verlangschild nochmal verhärtet werden für einen bestimmten kurzen Zeitraum. Und dann kommt noch nicht mal mehr Projektilwaffen durch, Geschosse durch. Das heißt, wenn du ein Geschoss hast, was quasi ein Projektil hat, zum Beispiel, was ja eine feste Materie ist, selbst das kommt nicht durch das Schutzschild durch das Verlangschild durch, weil es verhärtet ist. Und das ist natürlich schon sehr, sehr cool.
60 angeblich. Okay, ich starte ihn jetzt wieder und ich habe wieder eine grüne Verbindung. Wir sind wieder live, es sieht wieder gut aus. Frag mich bitte nicht, was das war. Normalerweise habe ich den Reconnect auf 4 Uhr, zwischen 4 und 5 Uhr morgens gelegt. Er scheint sich aber jetzt wieder zu beruhigen, hoffe ich. Da sind wir wieder, genau. Wir waren bei den Schild, diese Schildtechnologie, die wir jetzt neu haben, werden demnächst zukünftig, ist aber noch nicht in-game drin. Wenn die Prola rauskommen mit 3.8 im März, wird das Verlangschild auch noch nicht drin sein. Das wird aber reinkommen. Wie gesagt, das Verlangschild ist dafür da, dass du quasi das verhärten kannst. Auch du musst es ausrichten in eine Richtung, wo der Beschuss rauskommt. Das kann am besten der Co-Pilot machen. Wenn der Beschuss reinkommt, kann das Verlangschild gehärtet werden und dann kommt noch nicht mal mehr Projektilwaffen durch. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, dass es so ein Schild geben wird. Und bin ich gespannt, wie das umsetzen werden. Und wie gesagt, das kommt aber noch nicht mit der Prola rein. Die neue Schildtechnologie wird zukünftig irgendwann reinkommen, dass du das Schild verhärten kannst. Und dann kommen auch nicht mal mehr Geschosse durch. Aber du musst darauf achten, dass du ein sehr hohes Energieaufkommen dafür brauchst, benötigt wirst. Und dass dein anderes Schild, was dein normales Schild betrifft, dadurch geschwächt wird. Das heißt, du brauchst auch ein bisschen Skill, dass deine andere Schilde nicht zusammenbrechen durch dieses Verlangschild. Da muss man ein bisschen aufpassen mit. Und am besten lässt man das über einen Co-Pilot steuern. Habt ihr noch andere Informationen zu den Verlangschild reinbekommen? Zu dem Verlangschild selber nicht, zur allgemeinen Schildmechanik noch. Ja, aktuell haben wir ja so Blasen, Schildblasen um die Schiffe rum. Mhm. Man sieht es ja recht schön, wenn man auf ein Schiff schießt, dann einfach dann, also, ja, je nach Schiffform halt dann einfach eine Blase, so wird es nicht sein. Ich glaube, die haben irgendwas erwähnt, dass die Schilde mehr den Konturen folgen. Mhm. Also dass du quasi jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt komplett auf der Oberfläche entlang geht oder so ein Stück weit weg, aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass bei der Hammerhead beispielsweise einfach durch das mittlere Loch da durchschießen kannst und dann passiert einfach mal gar nichts. Dann ist es quasi am Schild vorbeigeschossen. Mhm. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Das stimmt. Ansonsten fällt mir auch jetzt gerade nichts weiter dazu ein. Dittotti? Nee, also nur, dass es wirklich ja, wie so ein Schild immer. Mach die Flamer. Wenden musst, jetzt in dem Bereich, wo du getroffen wirst. Genau, da hast du, du hast ja einmal das normale Schild, was dich umfasst, und da hast du einmal dieses Verlangschild, genau das musst du ausrichten in eine bestimmte Richtung, wo du getroffen wirst, dann kannst du es verhärten, dann kommen keine Projektilwaffen mehr durch, und dann brauchst du aber sehr viel Energie dafür, um es zu verhärten, und dann ein normales Schild wird dann auch schwächer drumherum, das heißt, du musst da so ein bisschen mitspielen mit der Mechanik. Sonst habt ihr sonst noch was, einen offenen Punkt, den ihr interessant findet? Sonst bin ich tatsächlich durch. Yeah. Habe ich was vergessen? Dann kann ich jetzt sogar tatsächlich den Stream langsam runterfahren, weil wir sind dann durch. Habt ihr noch ein interessantes Thema für heute Abend? Sonst bin ich tatsächlich heute durch. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, was wir denn am 12.12. mit dem neuen Schiff, mit den Crusader, mit der Aris da bekommen werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Oh ja. Ja. Wie gesagt, ein kleiner versteckter Link, den hatten wir ja hier noch gehabt. Wenn ihr raufgeht zum Beispiel, ich kann ja noch mal ganz kurz bei Reddit reingucken. Vielleicht finden wir da noch ein paar schöne Themen dazu. Irgendwelche Leaks, die wir jetzt nicht gesehen haben. Und denkt am 21.12. an unsere Weihnachtsfeier. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Umso mehr Leute am 21.12. da sind, umso cooler wird es. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Da haben wir auch endlich die Kinesis Gaming High-End-Tastatur raus. Und ich werde auch noch mal im Discord dazu was schreiben zu den 21.12., wie der ganze Ablauf sein wird. Na, dazu schreibe ich noch was am 21.12. auf jeden Fall rein. Meine Frau, achso, alles klar, mein Pony. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass deine Frau zuhört. Entschuldigung, mein Lieber. Aber ich glaube, sonst kommen wir tatsächlich langsam zum Ende der Sendung heute. Schön, dass ihr auf jeden Fall alle da wart. Ich guck mal, ich wollte ganz kurz noch mal bei Reddit reinschauen, ob wir da noch irgendwas Interessantes sehen. Was vielleicht geleakt worden ist vorher noch. Ach, hier, die Aris, hier ist sie. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, da wurde nichts mehr Großartiges geleakt. Nee, das wäre sonst ganz oben. Das würde mich ja wundern.
Nee, müssen wir auch bis morgen warten. Den einzigsten Leak, den wir haben, den haben wir uns ja schon angeguckt. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall, wie schnell dreht sich das Verlangschild? Da haben sie nicht zu gesagt. Du wirst, es wird sich, du brauchst auf jeden Fall am besten einen Co-Pilot tatsächlich, der das dreht. Das wird nicht instant sein. Das heißt, das wird schon einen Augenblick dauern, wie es sich dreht. Und am besten haben die das gesagt, dass es ein Co-Pilot übernimmt und nicht, dass du das direkt selber machst als Pilot. Oh wow, das ist auch ein geiles Spiel. Also das wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein Co-Pilot übernehmen am besten. Wenn du das als Pilot mit übernehmen müsstest, den Job des Verlangschildes, um es optimal auszurichten und zu benutzen, ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, das wird zu schwierig werden. So, dann würde ich auf jeden Fall langsam den Stream runterfahren. Möchte einer von euch noch was sagen? Sonst würde ich gleich kurz den Channel wechseln und gleich nochmal kurz zu euch kommen. Schönen Abend wünsche ich noch. Schlaft schön. Gute Nacht und heute ist schon der 12.12. Wir müssen doch einmal die Augen zu und wieder aufmachen. Ne? Dann wird es interessant. Was wird die Ares werden? Ja, wir werden es erfahren, ne? Mhm. So, ich wünsche euch auf jeden Fall, kommt gut noch durch die Woche durch. Am Freitag bin ich wieder am Start. Vielleicht bin ich sogar auch morgen am Start. Ich muss mal schauen, wie ich das morgen hinkriege. Vielleicht, aber ich denke mal, morgen werde ich schon was Schönes mit Jasmin zusammen machen. Kommt auf jeden Fall gut rein. Ich werde dann die ganzen Informationen aufnehmen, die wir denn zu Ares haben, das alles zusammenfassen für den Donnerstag, und am Freitag streamen wir dann wieder ganz normal. Spätestens, denke ich mal, werde ich am Freitag um 19 Uhr am Start sein. Ich werde wahrscheinlich eine Stunde vorziehen. Habe ich bis jetzt halt die letzten Male schon die ganze Zeit gemacht, dass wir schon früher angefangen sind, wie eigentlich geplant. Ich werde wahrscheinlich den Startzeitpunkt ein bisschen nach vorne verlegen und da freue ich mich drauf. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an MyPony. Dankeschön dafür. Ja, lass mal ein Follow bei Fexi da klingeln, den Link. Vielen, vielen Dank dafür, MyPony. Kommt gut auf jeden Fall durch die Woche durch. Ich würde mich auf den Freitag freuen, wenn ihr am Freitag wieder am Start seid. Und am 21.12. haben wir unsere Weihnachtsfeier. Ich werde euch jetzt rüber hosten und mir da irgendwie noch einen Stream mal aussuchen. Mal gucken, vielleicht die Hornisse oder vielleicht relativ oder mal gucken. Oder The Old Gamer. Genau, nehmen wir The Old Gamer. Der ist auch total nett, den mache ich auch sehr gerne. Ich gucke mal kurz, wen wir gleich noch hosten werden. Kommt auf jeden Fall gut durch die Nacht durch. Und bis Freitag, euer Fexi. Schlaf gut, Nacht ihr Lieben. Bye, bye.